Kaiserwetter in Kiel bei der 125. Kieler Woche. Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Tag 1 der olympischen Klassen. Markus Koy und ich, wir freuen uns nicht nur, Sie begrüßen zu dürfen, sondern auch auf sicherlich tolle Regatten. 49er-Klasse steht heute auf dem Programm, olympische Klasse, die schnellste olympische Klasse im Übrigen. Da wird schon wieder da müsste ich dich noch ein bisschen korrigieren, da hätten wir noch den Nacker, der schneller wäre. Ach ja? Ja, die fäulen jetzt ja, die heben sich aus dem Wasser auf den Foils und sind dann auf den meisten Kursen einfach schneller auch noch als der 49er. Über die Nacra 17 werden wir morgen berichten, dann haben wir dann den direkten Vergleich, aber ich glaube, bevor sie nicht gefolgt sind, waren sie auch die schnellsten. Wir können mal auf die Topstars gucken in dieser 49er-Klasse. Sehr gut besetztes Feld, der Weltmeister ist da, die Weltranglisten Ersten sind da, Peter Börling, Blair Tuke, die Olympiasieger sind da und mit Justus Schmidt, Max Böhme, Tim Fischer und Fabian Graf auch zwei deutsche Crews, die aussichtsreich genau, sehr sehr konstant immer vorne mitsegeln in der letzten Zeit und gerade hier vor Kiel, das ist ihr Revier, da könnte es noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, also drücken wir mal die Daumen, dass wir da die beiden Deutschen ganz vorne sehen heute. Und mit Peter Börling und Blair Tuke dort unten, wie gesagt, die Olympiasieger von Rio, viermalige Weltmeister, hat er sich ja mal kurz zurückgezogen aus der 49er-Klasse, hat dann ja unter anderem 2017 mit dem Emirates Team New Zealand den America's Cup vor Bermuda gewonnen. Also namhafte Segler heute in der 49er-Klasse bei guten Bedingungen. Da sprechen wir gleich nochmal mit Menno Schrader drüber, wenn er da ist. Wir wollen aber nochmal zurückschauen auf gestern, ja, der Abschlusstag der internationalen Klassen und die Highlights von gestern. Bitte mal abfahren. Es wurde heiß, heute auch in Kiel-Schilksee bei Temperaturen über 30 Grad an Land und teilweise auch auf dem Wasser. Karibische Segelgefühle auf der Kieler Förde bei einer besonderen Kieler Woche 2019. Abschlusstag der internationalen Klassen bei allerdings leichten Winden. Seit Samstag gingen 1800 Segler in 11 Bootsklassen hier an den Start. Bei den Musto Skiffs wurde der Brite Rick Peacock souveräner Sieger, dessen schlechteste Platzierung in den 12 Wettfahrten ein vierter Platz war. Peacock, im Jahr 2010 noch Kieler Wochensieger im 49er, fuhr seinen ersten Sieg in dieser Bootsklasse ein. Ich habe viel lernen können und bin am Ende wesentlich besser gesegelt. Es war ein knappes Rennen, ich habe es trotzdem sehr genossen, es war einfach klasse. Der Deutsche Ivar Ahlmann, auch schon Sieger bei der Kieler Woche 2011 im Musto Skiff, kam diesmal auf einen dritten Platz. Ja, das war ganz, ganz eng. Also wir sind dritter, vierter und fünfter Platz, alle punktgleich. Und da hat dann gezählt, wer die meisten Ersten hat. Viel Glück gehabt. Bei den Europameisterschaften in der OK-Jolle ließ der Favorit und Topstar Freddy Löw aus Schweden nichts mehr anbrennen und gewann den Titel mit großem Vorsprung. Sein EM-Sieg stand schon vor der letzten Wettfahrt fest, sodass er dazu nicht einmal mehr antreten musste. Es war super. Ich konnte mit einem vorzeitigen Sieg den Sack zumachen. Der Franzose Valérien Lebrun, Fünfter im letzten Rennen, kam auf den zweiten Gesamtplatz. Für den letztjährigen Kieler Wochensieger Jan Kurfeld aus Wismar lief es im Schlussteil der Regatta gar nicht mehr gut. Noch in aussichtsreicher Position liegend wurde er im 9. Rennen disqualifiziert und trat zum letzten Rennen erst gar nicht mehr an. Heute Abend geht der erste Teil der Kieler Woche mit dem großen Seglerfeuerwerk in Schilksee zu Ende, bevor es morgen dann hoffentlich das Feuerwerk auf dem Wasser gibt. Die topbesetzte 49er-Klasse geht auf der Medienbahn an die Wettkampflinie. Dort mit am Start auch der America's Cup und Olympiasieger Pete Börling aus Neuseeland. So, und jetzt begrüßen wir Menno Schrader hier bei uns im Brutkasten im Olympiazentrum Kiel-Schilksee. Vielleicht noch, bevor wir gleich über das Wetter reden, Menno, noch die Information. 11 internationale Klassen waren ja hier in Kiel dabei. 3 Kieler Wochensieger aus Deutschland möchte ich noch vermelden. Wolfgang Hunger und Holger Jess haben im 505er ihren 22. Kieler Woche-Erfolg feiern können. Die waren ja auch länger nicht zusammen, bilden jetzt wieder ein Erfolgsduo und wie man hört, wollen sie ja auch zusammenbleiben und die EM in Dänemark segeln. Dann Heiko Kröger hat in der paralympischen Klasse 2.4 gewonnen und Ole Schweckendieck, der mit 14 der jüngste Kieler Woche-Sieger in diesem Jahr ist, in der Laser 4.7, also 3 Sieger aus Deutschland. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. So, heute olympische Klassen. Menno, bei welchen Bedingungen?
Ja, man könnte meinen, neue Karten, neues Spiel. Bezüglich der Klassen wird das ja auch der Fall sein. Aber bezüglich der Wetterverhältnisse eben ja nicht ganz so sehr. Ich hatte ja gestern schon so vom Caribbean Sailing. Ich habe versucht, jedem Tag also so ein charakteristisches Merkmal zu geben. Und das war vorgestern Champagne Sailing, gestern Caribbean Sailing. Allerdings kam die große Hitze erst nach 16 Uhr rein und da waren die meisten schon von der Bahn wieder runter. Und deswegen nehme ich dieses Motto für heute nochmal auf. Und Caribbean Sailing werden wir nämlich heute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes haben. Denn es scheint nicht nur die Sonne und es bleibt auch nicht nur sonnig, sondern wir haben eben auch die Temperaturen hier an Land. 28 Grad draußen auf den Bahnen, 24 Grad. Und das Ganze bei einem Westwind, der noch ein ganz bisschen nach rechts drehen wird, aber grundsätzlich aus Westen kommt und allmählich auffrischt. Und das ist der Unterschied zu gestern. Da ging es doch ziemlich flau, noch gerade segelbar zu. Heute tolle Bedingungen, 12 bis 14 Knoten haben wir jetzt und dieser Wind wird noch ein bisschen weiter anziehen auf 13 bis 15 Knoten im Mittel. Und da lecken jetzt schon mal so ein bisschen die ersten Böen, 17, 19 Knoten, könnte vielleicht so später am Tag auch noch mal eine 20 bis 22 Knoten in Böen sein. Also ein wunderbar aufbereitetes Windfeld, also der Tisch ist gedeckt und jetzt geht es nur noch darum, aus dieser Situation tolle Segelbilder und tolle erfolgreiche Rennen zu generieren. Inwiefern sind das Bedingungen, die den 49er-Segler freuen? Na, ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt auch in der 49er-Flotte immer Teams, die gerne oder lieber bei wenig Wind segeln oder Spezialisten bei wenig Wind sind und welche, die es bei viel Wind sind. Aber am Ende ist es immer am besten, wenn man beides ein bisschen kann, also nicht Spezialist in einem Bereich ist, sondern über die gesamte Bandbreite hier eben alles abdecken kann. Das sind fantastische Bedingungen. Also ich glaube, keiner wird sich darüber heute beschweren. Das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mino, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick voraus. Morgen haben wir die Nacra 17 ja auf der Bahn. Was kannst du uns für morgen sagen? Ich glaube, auch so weit gehen zu können, zu sagen, auch für morgen tolle Bilder auf der Bahn mit den Nacras. Denn morgen legt der Wind noch oben einen drauf. 16 bis 19 Knoten im Mittel. Mhm. Böen dann deutlich im 20er Bereich, irgendwo zwischen 23, 25 Knoten. Vielleicht sogar mal ein Picken da oben mehr drauf. Insofern also viel Druck in der Luft, wie wir ja immer so schön sagen. Und leider nicht eine ganz so blaue Kulisse und auch nicht ganz so hohe Temperaturen. Das Caribbean Sailing, das streifen wir mal für morgen. Mhm. Denn da kommen wir auf Temperaturen, das wird euch hier im Studio besonders gut gefallen, 20 Grad. Ah, herrlich. Und das bei Wassertemperaturen weiterhin so um 19 Grad. Dazu gibt es morgen dann auch mal ein paar Wolkenfelder. Aber auch zwischenzeitlich immer wieder Sonne und trocken bleibt es auch weiterhin. Ja, also wirklich eine tolle Kieler Woche, die wir hier erleben. Mino, dann danke dir für heute. An gleicher Stelle, zur selben Zeit dann morgen wieder hier bei uns bei Kieler Woche TV. Und wir freuen uns, dass du so gute Nachrichten jeden Tag hier ins Studio bringst. Sehr gerne, danke. Machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, und melden uns dann nach einer Minute wieder zurück hier im Studio von Kieler Woche TV. Welche wird sie nehmen? Die? Die? Nee, das ist Sellerie. Rezepte wälzen, Chilis braten, in bunter Mischung auf Salaten, Pimientos kann sie zubereiten. Wow, so viele Möglichkeiten. Haben Sie nicht noch was vergessen? Sie können sie auch als Rohkost essen. Entdecke unsere frische Vielfalt, leckere Rezepte und tolle Tipps im Markt und online. Mehr Frische, mehr Ideen. Rewe, dein Markt. So, da sind wir zurück. Die 49er-Klasse haben wir heute auf der Bahn. Drei Rennen werden wir ihnen übertragen, haben es ja gerade gehört, bei tollen Bedingungen. Also das kann nur gut werden. Heute auf jeden Fall Kieler Woche TV schauen und sich nicht mehr vom Bildschirm wegbewegen. Die 49er-Klasse ist seit 2000 olympisch, seit den Olympischen Spielen in Sydney und war lange Zeit die schnellste olympische Klasse. Ist dann jetzt von den Nacras überholt worden. Auf die freuen wir uns morgen. Was ist das Besondere an diesem Boot? Zwei Mann sind, 4,99 ist die Länge, da kommt auch der Name. Genau, Mann, sehr viel Segelfläche, dieses Boot. Also man würde jetzt als Segler übertakelt sagen. Also eigentlich haben die fast immer zu viel Druck durch die große Segelfläche.
21,2 Quadratmeter. Da kommt nicht so ganz, wie es hier steht, Vorsegel, aber ein Gennaker mit 38 Quadratmetern dazu auf der Vorwind. Gewicht sehr leicht, 92 Kilo. Und das Boot, wenn das alleine im Wasser schwimmen würde oder ins Wasser gelassen werden würde, fällt es um. Also das ist ein absolutes Artistenboot. Das Boot ist nur oder hält nur die Balance durch die Segler und den Winddruck. Aber nicht wie ein normales Boot, wenn es im Wasser liegen würde, dass es stehen bleiben würde aufgrund seiner eigenen Rumpfstabilität, die der 49er gibt, einfach um. Also das ist wirklich gerade bei diesem Wind und der Welle Artistentum gefordert von den Seglern da draußen und das beherrschen die aber alle sehr, sehr gut inzwischen. Das ist dann beim Thema Startverschiebung eine besondere Herausforderung, weil du halt dich gar nicht ausruhen kannst, sondern immer in Bewegung bist, um das Boot halt aufrecht zu halten. Genau, und deswegen hoffen die natürlich immer, dass die Rennen relativ schnell hintereinander weggehen und sie dann auch wieder in Hafen können, weil es eben kein Boot ist, auf dem man sich ausruhen kann, sondern da ist man immer beschäftigt oder man kentert das Boot mal, wenn man zu lange warten muss, habe ich auch schon gesehen. Wir hatten es ja bereits erwähnt, liebe Zuschauer, hochkarätige Besetzung im 49er-Feld. Die Olympiasieger sind da, der Weltmeister aus Kroatien und auch die Weltranglisten-Ersten aus Großbritannien, James Peters und Finn Starrett. Und Ingo Rohrbach konnte mit James Peters reden. James, thank you very much for joining. So, sunny weather here in Kiel. Welcome to Kiel. You've already trained with Justus and Max, so tell us your impressions. Yeah, it's really good to be here. It's quite strange. We're used to it being clouds coming over and raining and cold and jumpers and jackets, and we're here in shorts and t-shirts. It's pretty great. But yeah, we've had some really good training with Justus and Max, one of the really good German teams, and also Diego and Iago, the Spanish. So yeah, we've had some good time to get used to the conditions, and yeah, ready for racing now. Yeah, so you're world ranked number one right now at the moment. What does that mean? You're the guy to beat. Pressure on you or pressure on the challengers? Yeah, I mean, the world rankings is calculated from some mad equation over like the last 2 years of sailing, and for sure, you know, we can be a top team. Yeah. There are plenty of other good teams here. Obviously, we've got the Kiwis here, Pete and Blair, and we've got some really good German teams and some teams from all around Europe. So yeah, there are many teams that could win, but obviously we would hope to do that. And yeah, just looking forward to getting racing. Yeah, that sounds good. So how are the conditions out there today? I think it's going to be quite shifty because the wind's shifted round. The last 2 days it's been coming off the seas. It's been a little bit more stable, but now it's coming back off the land, and obviously the land's hot. So we're going to be expecting the air coming off there to be pretty unstable. So we're expecting a day, head out the boat and looking for the gusts and try to make gains. Yeah, all the best and thank you very much. Zurück zu euren Studio, Jungs. Ja, vielen Dank, Ingo, für die Information. James Peters, der Weltranglisten-Erste, ist dabei. Wie gesagt, tolle Namen hier am Start. Unter anderem aber auch zwei deutsche Teams. Erik Heil und Tommy Plößer sind nicht da, weil Erik sich um sein Physikum kümmert. Aber es gibt sozusagen zusammen mit Erik und Tommy die Teams mit Tim Fischer und Fabian Graf und Justus Schmidt und Max Böhme, die drei, die auch auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nach Tokio noch eine schöne Ausscheidung fahren müssen. Genau, und die aber auch sehr erfolgreich in einem Team zusammenarbeiten, muss man dazu sagen. Die Ausscheidung kommt natürlich am Ende dieser Zusammenarbeit. Und da werden zwei Teams auf der Strecke bleiben. Das ist leider so, aber das hat bei der letzten Olympiakampagne dieser Teams schon sehr, sehr gut funktioniert. Und das macht die deutschen 49er auch so stark, dass sie da wirklich bis zum Schluss zusammengearbeitet haben und sich nicht irgendwie noch gegenseitig behindert hätten. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man das schafft, als Nation oder als Klasse in einer Nation so lange zusammenzuarbeiten. Und das ist eben auch der Grund, warum es eine Medaille gab am Ende. Genau, Tim Fischer und Fabian Graf im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in Aarhus Bronze gewonnen. Also das war ein sehr großer Erfolg für die junge Nachwuchs-Crew und haben damit auch schon mal ein Zeichen gesetzt. Aber natürlich werden die Karten im Hinblick auf Tokio neu gemischt. Es gibt dann diverse Ausscheidungsrennen, das dann im weiteren Verlauf des Jahres, unter anderem bei den Weltmeisterschaften in Auckland Ende November. Jetzt wollen wir aber mal hören, was sie bei Ingo Rohrbach zu sagen hatten. Tim und Fabian sind bei mir. Schön, dass das klappt. Starkes Teilnehmerfeld hier auf der Kieler Woche. Der Druck vielleicht auch so ein bisschen bei euch. Ihr habt letztes Jahr Bronze gewonnen. Wie ist denn das so mit der Druckverteilung bei euch? Erzähl mal.
Ach, zu viel Druck sollte man sich natürlich nicht machen. Die Nervosität ist da, die ist aber auch gut, die braucht man, um Leistung zu erbringen. Und deshalb freuen wir uns einfach riesig, aufs Wasser zu gehen und ordentlich Gas zu geben und uns mit den Besten zu messen. Das hört sich gut an, ihr habt euch schon lange hier vorbereitet. Wie ist es draußen? Ja, Kiel ist immer wieder schön, man hat unterschiedliche Bedingungen. Teilweise hast du Thermik, dann hat man hier auch ein bisschen Welle. Jetzt nicht wie auf dem Atlantik, aber trotzdem schon so, dass man ein bisschen damit arbeiten kann. Peter Börling mit dabei, wie ist denn das für euch? Die man vielleicht, früher hat man die Jungs gesagt, wow, wie geil sind die Jungs drauf. Und jetzt segelt man mit den Leuten. Ja, wir segeln tatsächlich schon relativ lange gegen ihn. Aber wenn ich mich erinnere an 2012, die Spiele in London, da habe ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen und dachte mir, wow, mit 21, da würde ich auch gerne stehen mit 21. Habe ich nicht ganz geschafft, aber wir haben jetzt letztes Jahr einen riesen Erfolg gehabt und wird natürlich Zeit, dass er jetzt mal geschlagen wird. Und warum nicht von einem deutschen Team auf dem Heimatrevier? Absolut, das ist mal eine Ansage. Was rechnet ihr euch aus? Oh, gar nicht so drüber gesprochen. Ich würde sagen, man geht erstmal in den ersten Tag rein, versucht sein Bestes zu geben. Wie gesagt, die Bedingungen kommen uns entgegen, also warum nicht vorne mitsegeln? Und ich denke, Medal Race sollte auf jeden Fall drin sein, das ist auf jeden Fall immer das Ziel. Also die Top 10 und dann gucken wir mal, was man in den Top 10 im Medal Race im Endeffekt im letzten Rennen noch reißen kann. Was meinst du? Oh, ihr habt euch ja nicht abgesprochen. Ja, Ziel ist Top 10. Kieler Woche ist für uns immer ein bisschen schwierig. Heimatrevier ist, ja, man sagt immer, man hat einen Vorteil, aber man denkt, man weiß alles und fährt dann doch in die falsche Richtung. Deshalb müssen wir einfach schauen, wie es bei uns läuft. Top 10 ist das Ziel und wie Fabi sagt, im Medal Race sollten wir dann drin sein, schauen wir, wo wir uns noch positionieren können. Fabi und Tim, wir sagen herzlichen Dank, drücken die Daumen und damit zurück zu euch ins Studio. Also, Tim und Fabian haben das Ziel Medal Race gerade formuliert im Interview und da wollen sicherlich auch Justus Schmidt und Max Böhme hin. Tim und Fabian werden wir gleich auch live auf dem Wasser sehen. Die 49er sind in drei Gruppen unterwegs, ein sehr großes Feld. Wenn wir dann am Samstag nochmal über die berichten, werden wir dann die Favoriten alle in einer Gruppe haben. Aber heute am ersten Tag sind halt drei Gruppen unterwegs. Deshalb sehen wir auch Justus Schmidt und Max Böhme nicht, aber wir hören sie nochmal bei Ingo. Justus und Max sind bei mir. Max, extrem starkes Teilnehmerfeld heute hier in Kiel oder die ganze Woche. Wie schätzt ihr es ein? Ja, vollkommen richtig. Es sind 90 Boote. Fast die ganze Top-10-Mannschaft ist hier, bis auf einen Engländer fehlt eigentlich keiner. Von daher richtig geiles Feld. Geil, dass die alle zu uns nach Kiel kommen und wir freuen uns riesig auf die Races. Ja, ihr habt schon mit James und Diego trainiert. Wie war's? Kannst du uns berichten? Ja, das war ein fantastisches Training. Wir sagen immer, dass die Qualität des Trainings mit den Trainingspartnern steht und fällt. Und die beiden Jungs waren bei der vergangenen Europameisterschaft vor einem Jahr Platz 3 und 4 und wir mit Platz 6 kurz hinter denen. Und das sind die besten Leute, mit denen man trainieren kann, die vor einem sind. Tim und Fabian haben wir eben schon im Interview gehabt. Die meinten, warum soll nicht mal ein deutsches Boot gewinnen? Also eine Kampfansage. Ja, definitiv. Wir haben hier eine extrem starke Flotte mit den Jungs und Andi und Jakob und Linov und Max und ich könnte noch viel weitere aufzählen. Wir haben hier eine geile Flotte, von daher, das ist definitiv möglich. Aber wir müssen uns ordentlich strecken, denke ich. Genau, wie müsst ihr euch denn strecken? Was muss man denn machen, um zu gewinnen? Oder kann man gewinnen? Was meinst du? Ja, also wenn man hier gewinnt, dann gehört man ganz sicher zu der Segelelite des 49ers. Unser Shootingstar Peter Börling und sein Vorschütter Blair Hugh, die sind hier mit von der Partie. Die haben eigentlich, wollten sie, dass die 49er-Flotte mit denen nach Japan kommt und da auf dem Olympischen Revier trainiert. Das hat sich aber keiner überreden lassen, deshalb mussten Peter Börling und Blair Hugh hier an den Start. Okay, dann wünschen wir euch viel Erfolg. Ich danke euch und damit zurück zu euch, Jungs. Danke. So, und wir fliegen virtuell auf den Kurs, der hier in der 49er-Klasse heute gesegelt wird. Drei Wettfahrten werden wir Ihnen hier im Rahmen unserer Sendung übertragen auf diesem Kurs, Markus. Genau, und da starten wir an der weißen Linie unten am unteren Bildrand gegen den Wind zur Lufttonne. Die Lufttonne wird gerundet, dann geht es vorm Wind mit dem Gennaker zum Gate. Da kann man sich eine der beiden Tonnen aussuchen. Wieder hoch zur Lufttonne und dann Vorwind ins Ziel. Nicht wie an den letzten Tagen nochmal durchs Gate abbiegen, sondern hier geht es auf direkten Wege ins Ziel. Und das verursacht meistens noch engere Zieleinläufe. Die Boote haben mehr Optionen, dort ins Ziel reinzufahren und auch Möglichkeiten nochmal zu überholen kurz vor dem Ziel. Vielleicht noch für Sie der Hinweis, GER3 im Segel, das sind Tim Fischer und Fabian Graf, die Crew aus Hamburg und vom VSAW, James Peters und Finn Starrett, die Weltranglisten ersten GBR für Großbritannien Nummer 5, falls Sie sich da orientieren wollen. Genau, und in 8 Sekunden ist der Start. Ich wundere mich ein bisschen über das kanadische Team.
im 49er nicht unüblich der Steuerbordstart, den wir hier sehen, von den beiden kroatischen Booten auch. Weil eine Wende so, oh, das war ganz eng, die Kroaten, wenn das mal nicht noch ein Penalty gibt, da sind sie gerade noch vor den Finnen durchgekommen. Eine sehr, sehr enge Situation, die Jury war direkt dahinter. Ich bin gespannt, ob da noch schwerere Folgen eventuell für, auf die Kroaten zukommen. Hier unten aber ganz in Lege startet im Vordergrund James Peters und Finn Starrett, dahinter Tim Fischer und Fabian Graf, beide Crews mit einem sehr guten Start. Ja, ganz in Lege startet. Die wollen auf die linke Seite. Und einmal mehr kann ich nur betonen, die kennen hier das Revier ganz gut. Sie sagten zwar selber, ob das immer so ein Vorteil ist. Man denkt, es geht so wie im Training, dann geht es vielleicht nicht so. Aber es gibt doch hier auch relativ klare Windrichtung bzw. Windbedingungen, bei denen sie immer wieder trainieren. Und da hilft das schon, wenn man die Dreher und die Ecken kennt. Also gerade bei einer Situation wie jetzt, dass der Wind übers Land kommt, das macht den Wind deutlich instabiler, er dreht viel mehr. Mhm. Und da müssen die Segler heute ein großes Auge drauf werfen, dass sie die Dreher richtig erwischen, dass sie auf die richtige Seite fahren. Und ich bin gespannt, hier die beiden Deutschen fahren mit den Briten hier auf die linke Seite rüber. Im Moment sieht es so aus, als wenn sie den Speed nicht ganz mitfahren können vom britischen Team. Ja, aber der 49er ist ein sehr langsam wendendes Boot. Also selbst durch diesen Vorsprung, den die Briten sich schon da nach vorne ersegeln haben können, könnten sie noch keine Wende fahren und vor den Deutschen durchfahren, weil sie hier mit Backbord-Bug fahren. Die Briten wären nach der Wende auf Steuerbord-Bug und noch können sie die an der Wende hindern. Im Übrigen auch in dieser gelben Gruppe dabei, werden wir hier eine Crew aus Estland sehen. Das sind Juuso Roihu und Henry Roihu mit der 321 im Segel. Ein zweites deutsches Boot, Max Stingele und Linov Scheel vom Kieler Yachtclub mit der GER 911. Die sind auch in dieser gelben Gruppe dabei und die beiden haben bei der U23 WM in Marseille immerhin Silber gewonnen. Also noch ein junges Team in dieser Klasse, in dieser 49er-Klasse, das eine wahrscheinlich große Zukunft vor sich haben wird. Da hinten sehen wir sie, 911, hinter den Belgiern jetzt verdeckt. Da waren gerade Max Stingele und Linov Scheel vom Kieler Yachtclub. Genau, man konnte gerade eben in der Wende ganz gut sehen, was das wirklich für ein Feingefühl erfordert und was für eine Abstimmung in der Crew, um dort eben die Seite zu wechseln, sofort wieder ins Trapez zu gehen, die Segel wieder dicht zu ziehen. Also das ist eben hier das Artistische, was ich vorhin angesprochen habe auf diesen Booten. Und das muss ganz oft und viel geübt werden in der Mannschaft, damit es wirklich blind funktioniert zwischen den beiden. Weil wenn einer der beiden schon ein oder zwei Fehlschritte macht, kann es auch schnell zu einer Kenterung kommen bei diesen Bedingungen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass die Teams so gut aufeinander abgestimmt sind. Bei der Vorwindstrecke, du hattest es ja schon angesprochen, kommt der Gennaker dazu mit 38 Quadratmetern zusätzlicher Segelfläche. Inwiefern erhöht das dann die Herausforderung bei den Bedingungen? Naja, das ist einfach nochmal mehr Segelfläche, nochmal mehr Druck bedeutet das, mehr Geschwindigkeit in der Halse, aber dann auch wieder mehr Segelfläche. Und sobald da irgendetwas schief geht, eine Schot vielleicht hakt oder zu spät oder zu früh angezogen wird, kann das eben auch schnell zu einer Kenterung führen. Wir wollen das nicht hoffen und es sind auch noch keine kritischen Bedingungen hier. Die Teams haben die Boote wirklich sehr, sehr gut im Griff schon heutzutage. Als die Klasse neu war, da hatten viele, viele Mannschaften Riesenprobleme, überhaupt bei so einem Wind segeln zu gehen. Mhm. Das hat sich also unheimlich entwickelt und inzwischen ist das ganz selbstverständlich. 1995 ist die Klasse entwickelt worden von Julian Bethwaite und seit November 1996 hat sie den internationalen Status und 2000 bei Olympia erstmals dabei. Ja, die Deutschen fahren da jetzt in Richtung der nächsten Windkante. Man konnte das gerade in der etwas herausgezogenen Perspektive ganz gut erkennen. Da ist eine dunkle Linie auf dem Wasser. Hier sehen wir es auch schon wieder so ab Mitte des Bildes wird das Wasser etwas dunkler. Die Teams wollen in diesen Bereich, sie wollen in diesen Druck hineinfahren, den für sich nutzen und eben in Geschwindigkeit nach vorne umsetzen. Hier wieder James Peters und Finn Starrett im Vordergrund, GBR 5, die Weltranglisten Ersten, dahinter die Esten und ebenfalls im Bild Ryan und Andrew Wood aus Kanada mit der 226. Hier wieder die Draufsicht von der Drohne ganz links dort, das sind Peter Starrett.
So, und hier kommt es jetzt wieder zu einem Zusammentreffen der linken Seite. Das sind die Briten mit der Nummer 5, die linke Seite ziemlich weit ausgesegelt haben, und eben der rechten Seite. Und Sie sehen es selber, die rechte Seite hat dort im Moment den Dreher auf ihrer Seite oder mehr Druck und kann auf jeden Fall deutlich vor den Briten dort passieren. Das heißt, ein kleiner Vorteil auf der rechten Seite momentan, was wiederum für unsere Deutschen schlecht wäre. Ja. Fischer Graf, die haben sich ja nach links orientiert eingangs. Mal gucken, wie sie sich da Richtung Lufttonne dann einsortieren können, ob sie vielleicht noch ein paar kleine Dreher mitnehmen können und noch wieder sich ans Führungsfeld heranarbeiten. Ja, wir erinnern uns an den guten Start der Deutschen zusammen mit den Briten, mit Peter Sterrett. Aber im Laufe dieser Startkreuz hat sich dann doch die rechte Seite als die bevorteilte erwiesen, sodass jetzt der Pulk, der dort von oben runterkommt, wahrscheinlich dann, wenn es dann gleich um die Lufttonne geht, vorne liegen wird. Genau, wir sind jetzt hier an der Lufttonne, wenige Meter noch. Isaac McHardy und William McKenzie aus Neuseeland. Ja, sieht sehr gut aus, wie die beiden das machen. Da stehen sehr weit abgeseilt im Trapez, sagt man dazu. Also wirklich schon parallel zum Wasser. Hier die Wände von den beiden. Aber die rechte Seite immer noch dominant. Die Boote haben da oben mehr Druck. Das Wasser ist dunkler. Man sieht richtig, wie schnell die 49er dort Richtung Lufttonne runterfahren können. Und die Neuseeländer hier auf Steuerbord bugen müssen jetzt ausweichen vor den beiden Booten, die da von rechts kommen. Vor den Kroaten durch. Das passt. Also hier ganz schön Action an der Lufttonne. Alles ist dort sehr, sehr eng. Und der erste Gennaker ist schon oben und auf dem Weg Richtung Lehtonne. Und entscheidet sich aber gleich für die andere Kursseite, gleich die Halse gesetzt, die Führenden aus Neuseeland. Ja, und die Verfolger hatten gerade auch da eine Halse gesetzt, die beinahe schief gegangen wäre. Oh, da geht der Flügel in Luf ins Wasser. Das kann ganz schnell zur Kenterung führen. Da haben wir die erste Kenterung. Der lila Spinnaker. Jetzt, das kostet Meter und Zeit, weil jetzt der Gennaker muss jetzt eingesammelt werden, wieder eingezogen werden, dann kann das Boot erst aufgerichtet werden und ein denkbar ungünstiger Platz. Alle Konkurrenten und Verfolger fahren dort direkt an mir vorbei und das ist nicht einfach. Hier Achtung, kommen die Deutschen, die berühren die Tonne, so ein Mist. Fischer und Fabian Graf. Sie sind an der Tonne hängen geblieben, müssen jetzt einen Strafkringel drehen. Rechts waren gerade noch aus dem Bild fahren Max Stengel. Da kommt der Strafkringel, den sie jetzt ausführen, Sie sehen das. Auch das möchte man überhaupt nicht erleben. Man kommt dann noch wieder mit anderen Booten in Bedrängnis. Sie sehen, dass viel Enges dazugeht. Das ist ja fast wie beim Synchronschwimmen da. So, und jetzt haben sie den Gennaker oben. Ja. Das haben sie schnell gemacht, gut gelöst. Und auf und davon geht's. Jetzt bin ich gespannt und hoffe, dass die das da gut im Griff haben. Sie fahren auf jeden Fall auch gleich auf die linke Vorwindseite. Also ganz schön Verwirrung. Das ist kein typisches Bild für mich hier oben, dass so viele Boote da stehen bleiben, Kringel drehen müssen, kentern. Bei den Bedingungen, so viel Wind ist noch gar nicht. Also vielleicht sind das die starken Dreher, die die Teams dort ein bisschen verwirren. Aber das ist schon ungewöhnlich, was wir hier gerade gesehen haben. Ja, spektakuläre Bilder von der ersten Lufttonnenrundung in dieser 49er-Wettfahrt. Wir sehen dort oben noch links am Bildrand Tim Fischer und Fabian Graf, die sich dort, wie gesagt, nach ihrem Strafkringel für die Seite entschieden haben, haben wir... Hier der Strafkringel an der Onboard. Ja. Da kann man mal sehen, was da wirklich abgeht. Diese Flügel, wie ich sie nenne, die dürfen nie das Wasser berühren. Wenn sie berühren, dürfen sie es vielleicht kurz, aber wenn sie zu weit ins Wasser eintauchen, kippt das Boot sofort um. Hier, wir sehen richtig, wie es da im Kreis, im Karussell weitergeht. Also so ein Strafkringel immer eine ganz schwierige Sache, da muss man sich sehr, sehr konzentrieren. Aber das haben die beiden gut gemacht und kaum hatten sie die Halse von dem Strafkringel beendet, war der Gennaker auch schon oben und sie konnten direkt wieder nach vorne wegfahren. Also die haben nicht so viel Meter dort gelassen. Isaac McHardy und William McKenzie aus Neuseeland schon mit dem gehörigen Vorsprung auf dieser Vorwindstrecke waren ja auch die ersten, die um die Lufttonne gegangen sind. Da hat das Gennaker-Manöver hervorragend geklappt. Und jetzt sehen Sie mal, wie die beiden hier ihren Vorsprung auf dieser Vorwindstrecke ausbauen können. Ja, absolut. Und die Kroaten, die beiden kroatischen Boote, die wir am Start gesehen haben, also Šime Fantella, der ja sehr, sehr gut segeln kann. Allerdings, jetzt kommt die Einschränkung, eher bei wenig und drehenden Winden. Und hier haben wir genau das Gegenteil. Wir haben jetzt eher starken drehenden Wind und ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt über ihn rede. Er ist, glaube ich, gar nicht in unserer Gruppe. Nein, das habe ich verwechselt, Entschuldigung. Da kommen wir später dann drauf zurück, wenn die andere Gruppe gesegelt ist. Aber trotzdem lasse ich diese Vermutung oder Spekulation mal im Raum stehen, weil man das doch dann wieder zu häufig sieht.
Hier sehen wir die führenden Neuseeländer, die sich schon das Legate umrundet haben, wieder über die linke Kreuzseite jetzt ihr Glück versuchen. Dahinter die Verfolger aus den Niederlanden. Skipio Hoodman ist das auf Rang 2. Hoodman und dort hinten noch ein australisches Team aktuell auf dem dritten Platz und wir warten auf die beiden deutschen Crews, haben wir gerade in der 3D-Grafik gesehen, irgendwo sich im Mittelfeld. Ja, ich zähle gerade mal mit. Wir sind jetzt bei 7, 8, 9. Ich denke, sie werden irgendwo an 10, 13 liegen. Wenn ja. Sie da nicht noch, da kommen Sie ins Bild, die Nummer 3, ja. Gerade durchgefahren, dann denke ich doch noch ein bisschen schlechter, eher um die 15. Also, das ist noch nicht das, was Sie wollen. Da müssen Sie noch ein bisschen was drauflegen. Wir dürfen nicht vergessen, die 49er hier mit einer sehr großen Flotte, die segeln in Gruppen. Und was heißt das, wenn ich jetzt einen 10. in dieser Gruppe segel? Das bedeutet fürs Gesamtklassement einen 20. Platz, weil ja die andere Gruppe auch segelt und dort auch 10 Platzierungen vergeben werden. Also der 10. in der Gruppe klingt besser, als er dann im Endresultat ist. Und wenn man auf die Top 10 schielt, sind 20. Plätze nicht genug. Und wenn Sie uns häufiger zuschauen und sich fragen, warum unser Experte Markus Koy hier zählen muss per Hand, an welcher Stelle die Deutschen liegen, dann liegt das daran, dass wir aktuell Probleme mit unseren Tracking-Daten haben also hier keinen Einfluss darauf, können nicht sehen, wer wo im Feld liegt, sondern sind hier auch wie Sie, liebe Zuschauer, auf die Bilder angewiesen. Da hoffen wir, dass das Problem demnächst gelöst wird. Aber Markus, das ist natürlich jetzt auch ein Beweis dafür, wie toll es ist, dann diese Innovationen dann zu haben durch SAP. Weil man da natürlich ganz andere Möglichkeiten auch in der Kommentierung hat. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich bin sogar der Meinung, dass es ohne diese Hilfsmittel gar nicht mehr möglich ist, Segeln vernünftig zu kommentieren, wirklich auch mit den Zusatzdaten. Es geht ja, natürlich geht es ums Leaderboard, aber es geht ja noch um viel mehr, was wir dort aus den Analytics, aus den SAP Analytics rauslesen können. Geschwindigkeiten, Positionierung, Winddrehung, Windstärke, ja. Sind alles Informationen, die es mir viel leichter machen, zu analysieren, was dort auf dem Kurs auch wirklich passiert, ohne vor Ort zu sein. Kaum rede ich drüber oder kaum reden wir drüber, poppt es auf und wir schauen mal, das können Sie zu Hause auch machen unter sapsailing.com ins Laptop und jetzt läuft es auch. Also jetzt sind die Daten da, sodass wir dann auch wieder Ihnen noch mehr Infos geben können. Die Info, dass die beiden Neuseeländer Isaac McHardy und William McKenzie auf 1 liegen, die hat immer noch Bestand vor dem Team aus Australien, Will und Sam Phillips und dem Niederländer Hoodman. Und dass die beiden Deutschen Fischer Graf auf 10 liegen, also gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt noch ein bisschen was nach vorne gut machen können. Sie sind im Moment auf dem Weg auf die rechte Seite hinaus. Wir erinnern uns, die letzte Kreuz, dort war die rechte Seite bevorteilt. Das setzen die beiden jetzt ziemlich konsequent um und sagen, wir versuchen jetzt genau über diese Seite ein paar Meter gut zu machen. Und vielleicht gelingt es ihnen, auf das Feld zu gewinnen, weil viele Boote, die vor ihnen sind, fahren nach links momentan, auf die linke Kursseite hinaus. Und sie starten jetzt schon einen relativ großen Angriff. Also sie fahren da wirklich ganz weit auf die rechte Seite hinaus. Umso weiter ich auf eine Seite hinausfahre, umso größer wird der Hebel bei einem eventuellen Winddreher. Aber in beide Richtungen, in die positive, also wenn der Wind für mich auf der rechten Seite rechts dreht, gewinne ich mehr, umso weiter ich rausfahre. Sollte er links drehen, verliere ich aber auch mehr. Also umso weiter man auf eine Seite hinaus wird, umso größer wird eben der Hebel, Boote zu gewinnen oder zu verlieren. Dieses Führungstrio identisch, wie es gerade bei der Durchfahrt beim Legate war. Und der Vorsprung ist nur ein bisschen größer geworden, der Neuseeländer auf die Australier und die Niederländer. Das die drei Top 3 Platzierten, da sehen wir oben am Rand die deutsche Crew vom Kieler Yachtclub, Max Stingele und Linov Scheel, die aktuell auf Rang 12 liegen und Tim Fischer und Fabian Graf werden auf 8-9 gelistet, jetzt aktuell genau, auf Rang 9. Die fahren weiter auf die rechte Seite, die segeln das jetzt ganz konsequent dort aus. Ich muss mich hier langsam jetzt mal in das Rennen auch nochmal einfinden, was die Winddaten angeht. Das liegt uns ja alles vor jetzt. Hier haben wir Skipio Hoodman, der hier im Moment ein bisschen zurückfällt gerade. Und Fischer Graf bisschen nach vorne kommen sogar. Es variiert da sehr zwischen 8 und 5. Sind ja eng zusammen da auf. Ich glaube, dass es im Moment nicht so sehr der Winddreher auf der rechten Seite ist, sondern immer wieder diese angesprochene Zone, das etwas dunklere Wasser. Da ist mehr Druck, da ist mehr Wind und mehr Wind kann von den Seglern eben in mehr Geschwindigkeit umgesetzt werden.
das könnte auch der Grund sein, warum Fischer und Graf dort jetzt ein paar Boote gewinnen konnten auf der rechten Seite. So, und wenn es dann gleich wieder um die Lufttonne geht, schauen wir mal, ob wir da ähnliche Bilder wie bei dem ersten Versuch gerade sehen, als es Kenterung gab, als Tim Fischer und Fabian Graf die Lufttonne dummerweise berührt haben und einen Strafkringel drehen mussten. Da war richtig viel los gerade auf dem Wasser. Mal gucken, wie sich das Ganze gleich darstellt. Und da sehen wir es, die beiden ganz rechts außen dort. In einer Gruppe von Booten, die sich da nach rechts orientiert haben. Das sind aber dort nicht angezeigt, Fischer und Graf. Nein, das sind die U23 Silbermedaillengewinner bei der WM, Stengele Scheel. Und wir haben gerade aber auch noch gesehen, dass hier die beiden, die wir dort groß im Bild hatten, Isaac McHardy, William McKenzie, dass die ihren Vorsprung fast eingebüßt haben jetzt, den sie sich auf die Australier erarbeitet hatten. Ja, das stimmt. Aber hier tolle Onboard-Bilder. Man sieht die beiden, die stehen ein paar Zentimeter über dem Wasser und müssen aber auch immer mit den Schoten diese Neigung regulieren. Sollten sie da einen Fehler machen, drohen sie auch ganz ins Wasser zu fallen oder das Wasser zu berühren. Und deswegen ist dort eben immer wieder so viel Abstimmung und Training gefragt. Also das sind tolle Live-Bilder, die uns da die Onboard-Kamera liefert, die wir dort installiert haben. Das sind wirklich Aufnahmen, bei denen man das Gefühl hat, hautnah dabei zu sein. Fischer Graf auf 5 jetzt schon. Also ihre Angriffstaktik hat sich da ausgezahlt. Sie haben dort mehr Druck, vielleicht einen kleinen Dreher bekommen. Ja, haben sie sogar. Es ist jetzt ein leichter Rechtsdreher runtergelaufen ins Regattafeld. Wir sind jetzt bei 283, waren vorher bei 275. Das bedeutet eben dann der große Hebel und die richtige Seite mit dem Dreher. Da kann man dann viele Plätze gut machen. Und das haben sie gemacht. Wir sehen sie schon an 4 hier. Ich bin jetzt gespannt auf die Lufttonne, aber haben da wirklich alles auf eine Karte gesetzt, kann man fast sagen. Und das ging aber gut. Isaac McHardy, William McKenzie, die wir auch gerade da in der Onboard gesehen hatten, nach wie vor in Führung. Ich hatte es erwähnt, Vorsprung aber reduziert auf die beiden Australier Phillips, Will und Sam. Hier haben wir die Neuseeländer. Jetzt die letzte Wende. Genau, Richtung Lufttonne. Schön das Boot gerade gezogen, beide im Trapez. Jetzt kommt direkt das Abfallen. Die Segel müssen aufgeviert werden. Der Vorschulter muss sofort dann ins Boot hinein und den Gennaker hochziehen. Dann muss der Steuermann das Boot balancieren über das Großsegel und übers Steuern. Und sobald der Gennaker oben ist, sollte er schnell mit Wind gefüllt werden. Und dann gehen wieder beide ins Trapez, ins Doppeltrapez, um eben maximales Gewicht der Segelfläche entgegenzubringen. Und da kommen schon Tim Fischer und Fabian Graf. Ja, jetzt mit einer Wende, die da ganz schön kritisch ist. Ich hoffe, sie haben da die Layline und kommen zur Tonne. Sonst könnten ihnen noch Boote oben rüberrutschen. Aber das sieht gut aus. Kanada hat die Schoten schon auf. Das heißt, sie sind über der Layline. Das haben die beiden gut gesehen. Fischer Graf haben da runtergewendet, konnten extra Meter sparen, die anderen gefahren sind. Und jetzt da geht's schon wieder fast schief bei den Holländern. Hier sind noch Max Stengele und Inhof Scheel, auch gut liegend. Ja, gleich mit dem Jibeset. Das schwierigste Manöver, was man da oben fahren kann. Der Wind jetzt rechts gedreht. Das bedeutet, ich möchte oben so schnell wie möglich eine Halse fahren, um auf dem besseren Winkel auf der Downwind dann Richtung Legate zu fahren. Alle Teams fahren da eine Halse. Das zeigt auch an, dass da ein deutlicher Rechtsdreher ist. Ja, alle Teams stark. Schönes Bild hier. Man alle ist dann bevorteilt, wenn der Wind oben vor der Tonne rechts gedreht hat, will man die Halse fahren. Wenn er eine Linksdrehung hat, dann will man weiterfahren. Und wenn alle Teams so konsequent heißen, dann heißt das schon, dass hier auch ein dominanter Rechtsdreher im Moment drin ist. Und das sind ungefähr 10 Grad, die wir da sehen können, Andrea. Und das ist viel für die Boote. Also die beiden führenden Teams aus Neuseeland und Australien haben da schon ein ganz schönes Polster auf die ersten Verfolger aus Kanada, auf Alexander Heinzemann und Justin Barnes sich erarbeitet. Es geht ja jetzt auch schon in Richtung Ziel, aber wir freuen uns natürlich, dass Tim Fischer und Fabian Graf dort sich jetzt wieder auf Rang 4 vorgearbeitet haben, Max Stengele und Inhof Scheel auf 6 und wir denken natürlich immer noch bei Tim und Fabian daran, dass sie einen Strafkringel drehen mussten, also da haben sie wirklich eine tolle Aufholarbeit geleistet. Ja, schönes Comeback. Wenngleich man kritisieren könnte, dass sie ein gewisses Risiko eingegangen sind mit diesem mehr oder weniger fast alleinigen Schlag dort sehr weit raus auf die rechte Seite. Aber es ist aufgegangen und das ist okay. Hier haben wir wieder die Führenden. Isaac McHardy, William McKenzie. Beide
22 Jahre alt, aus Neuseeland und die ersten Verfolger. Ja, da gibt's Gebrüder Phillips. Probleme mit dem Gennaker. Das sieht nicht gut aus. Ganz links, der rote Gennaker. Ja, wenn das so bleibt, könnten Fischer Graf sogar eventuell noch eine Chance haben, daran vorbeizukommen. Also das sah, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Das sah fast so aus, als wenn eine Schot abgerissen wäre, oder? Da steht er wieder. Okay, die haben es wieder im Griff bekommen. Ja, tolle Geschwindigkeiten, die wir da sehen. Sehen Sie ja da rechts neben den Namen die Knoten angezeigt. Ja, die fahren schon schneller als der Wind hier, die Boote jetzt. Also wir haben da draußen ungefähr 14 Knoten und hier sehen wir ja Top-Geschwindigkeiten von 18 Knoten. Wie geht das? Wie geht das? Ich wollte Sie gerade fragen, Markus. Genau, das geht dadurch, dass Sie eben durch Ihre eigene Geschwindigkeit sich Fahrtwind generieren und dieser Fahrtwind setzt sich dann ja mit dem wahren Wind zum scheinbaren Wind auf dem Boot zusammen. Und wenn der Fahrtwind größer wird, wird auch der scheinbar eintreffende Wind auf dem Boot größer. Und das können die Teams dann eben für mehr Segeldruck nutzen. Da sehen wir es richtig, da kommt nochmal eine Böe rein. Da ist jetzt schon ganz gut Druck in der Luft. 18 Knoten, die Gebrüder Phillips, die im Übrigen, man sieht es hier, dort über die linke Seite auf der Vorwindstrecke jetzt mal die Neuseeländer abgelöst haben. Genau, und da sehen wir es. Phillips, komm jetzt hier mit dem roten Gennaker. Da lassen Sie ihn schon flattern. Oh, da kommen Sie gerade noch ins Ziel. Sie waren schon über der Leyline, mussten sehr, sehr spitz fahren, aber haben auf der Seite richtig Meter gut gemacht auf die Neuseeländer. Also McKenzie. Und Sam Phillips, die beiden Brüder, stark. Also trotz des Problems mit dem Gennaker, aber da scheint ja wohl auf der Seite extrem viel mehr Wind gewesen zu sein. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kommen die Niederländer hier als Dritter ins Ziel. Und dann kommen irgendwo gleich die Deutschen. Da ist Kanada noch weiter vorne. Die Niederländer haben sich aber hier vorbeischieben können. Und wo sind die Deutschen geblieben? Dort da sind sie noch eine Halse. Fischer Graf jetzt mit der 3 Richtung Ziel. Die können dann einen 5. Platz mit nach Hause nehmen. Und Stingele Scheel mit einem 6. Also hier im Doppelpack die Deutschen. Sie müssen jetzt noch Gas geben. Da kommt noch ein Boot von der anderen Seite. Sie nehmen es zu einfach gerade da. Gib Gas, Jungs, da kommt noch einer. Wahnsinn, die lassen die noch vorbeifahren. Das sah mir einfach zu sicher aus. Sie dachten, sie sind schon im Ziel und haben sich fast entspannt. Da muss man die Augen offen halten. Von der anderen Seite, die Boote kommen da mit einer riesen Geschwindigkeit angefahren. Auch weil das dem Führenden passiert ist. Auch von der anderen Seite dran vorbeigefahren. Also Obacht hier. Scipio Hutmann kam da noch angeflogen. Gucken wir nachher nochmal in die SAP-Daten, ob das dann tatsächlich so ist, dass da Max Stingele und Linov Scheel noch einen Platz verloren haben. Aber gerade noch mal am Ende, die Neuseeländer haben die ganze Zeit geführt, einen guten Vorsprung und haben dann auch noch auf der letzten Vorwind geführt. Dann hatten die Australier die Probleme mit dem Gennaker. Warum haben sie dann trotzdem gewonnen? Weil einfach auf der Seite mehr Wind war und sie schneller segeln konnten. Sie konnten eine Böe für sich nutzen, die Neuseeländer nicht gesehen haben oder vielleicht nicht konsequent verteidigt haben, auch auf die Australier. Warum lassen sie da alleine deren Verfolger hinfahren? Warum fahren sie nicht mit und bleiben vor ihm? Dann passiert das nicht. Aber sie waren sich ein bisschen sicher und haben gesagt, nein, wir fahren jetzt hier noch eine Halse ins Ziel, das reicht uns. Ist nicht aufgegangen, der Plan für die Neuseeländer. Und Markus, du hast natürlich sehr gute Augen als Experte. Ist tatsächlich so, dass der Niederländer Scipio Hutmann, sein Vorschot, der ist hier in der Liste, leider nicht aufgeführt, aber tatsächlich noch Max Stingele und Linov Scheel um einen Platz nach hinten geschoben haben. Also die Niederländer auf 6, Stingele Scheel auf 7. Ja, hätte nicht sein müssen in meinen Augen, weil ich sah mir ein bisschen zu locker aus da. Die haben gedacht, wir kommen da so ins Ziel. Die haben die gar nicht mehr gesehen vielleicht. Also immer Augen offen halten. Hier haben wir wieder unsere Analyse des Rennens. Das erste Rennen der 49er. Wir nehmen die Top 5 Boote, auf die wir schauen, auf die wir ein paar Parameter legen. Das sind Distanz, Topspeed, Durchschnittsgeschwindigkeit und Manöver. Für mich immer am wichtigsten die gesegelte Distanz und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Da spielen natürlich die anderen Faktoren rein. So, und Phillips mit der geringsten Distanz hier. Also mit oder weniger Distanz als der zweite. Das heißt schon mal, sie sind weniger Strecke gesegelt. Würde per se heißen, sie sind vorne. Nimmt man den Speed dazu, ist es nicht mehr ganz so klar. Und es war ja auch nicht so weit auseinander. Sie sind nämlich langsamer in der Durchschnittsgeschwindigkeit als die Neuseeländer gewesen. Und da muss man immer das Verhältnis sehen. Weniger Strecke segeln kann gut sein, muss aber nicht unbedingt. Wenn ich sehr, sehr schnell bin und ein bisschen mehr fahre, kann ich trotzdem vorne sein. Das kann man hier immer ein bisschen ablesen. Schnellstes Boot hier. Die Kanadier mit 12,2 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit, aber mit der höchsten gesegelten Strecke, den 7673 Metern in Rot markiert. Das ist also der schlechteste Wert in dieser Zeile.
Also ein guter fünfter Platz in der ersten Wettfahrt dieser 49er-Klasse, die ja in drei Gruppen unterwegs sind. Wir übertragen ihn ja die gelbe Gruppe für Tim Fischer und Fabian Graf. Max Stingele und Linov Scheel hatten wir ihn gerade erklärt auf Rang 7, nachdem sie dort sich schon zu sicher wohl gefühlt hatten. Aber da kam Trainer Till Jonas Gern groß ja nochmal das eine oder andere an seine beiden Youngster richten, die ja, ich sage es nochmal gerne, bei der U23-WM in Marseille die Silbermedaille gewonnen haben. Im Übrigen ja das Olympiarevier von 2024, also da haben die beiden Kieler schon mal ein bisschen Luft schnuppern können und es geht dann ja auch erstmal nach Tokio und 2024 wird dann dort vor Marseille gesegelt. Ja, aber das war doch ein schöner Auftakt und tatsächlich, wenn wir uns an die erste Lufthorn-Rundung erinnern, hatten einige Teams doch schon ein bisschen Probleme zumindest mit dem. Ja, also ein Riesendurcheinander. Also ich war ganz erstaunt, dass es da wirklich, da ging es ja wirklich zu. Wahnsinn. Sieht man sonst nicht so häufig. Es ist viel sortierter, wie ich das kenne, wie sie da um die Tonne fahren, aber fällt erstmal ein Boot in dem Bereich um, müssen die anderen auch ausweichen und andere Wege fahren, da fällt vielleicht noch ein zweites Boot dazu um. Da kommt dann so eins zum anderen. Top-Geschwindigkeiten, ja, wollte ich nochmal ansprechen. Ja, haben wir ja gerade auch nochmal in der Zusammenfassung des Rennens gesehen. Über 20 Knoten sehen wir da schon. Mhm. Und Pause hier übrigens bei 14 Knoten Wind, über 20 Knoten. Das ist schon ganz ordentlich, was diese Boote da an Geschwindigkeit generieren können. Hier sehen wir übrigens Isaac McHardy und William McKenzie, die beiden Jungs aus Neuseeland. Kleine Stärkung, aber sicherlich hat es da auch noch eine Besprechung gegeben, was da auf der zweiten und letzten Vorwindstrecke passiert ist, nachdem sie doch schon sehr komfortablen Vorsprung hatten, den sie dann auf die Phillips-Brüder, und vielleicht diskutieren sie auch gerade darüber, eingebüßt haben. Ne? Sieht so aus. Ja, die wissen das ganz genau, was passiert ist, und sie können es jetzt auch im Nachhinein analysieren. Das ist ja auch immer wichtig, man lernt aus seinen Fehlern, aber besser wäre es natürlich, wenn sie vorher ihre Gegner im Auge gehabt hätten und sich zwischen ihnen und dem Ziel auch konsequent positioniert hätten und sie nicht vorbei hätten fahren lassen. Was erwartest du jetzt im zweiten Rennen nochmal von Tim Fischer und Fabian Graf? Ihr denkt nochmal an den Strafkringel. Sie haben aber auf jeden Fall bewiesen, dass sie konkurrenzfähig sind. Genau, das schien mir am Anfang so ein bisschen unsicher, was die da machten. Sie fühlten, sah so aus, als wenn sie sich nicht so richtig wohlfühlen. Fuhren auf die linke Seite raus. Vielleicht hätten sie auch gewusst, dass die rechte gut ist, sind aber links gestartet, sind vielleicht auch nicht nach rechts rübergekommen. Aber fünfter Platz, super erstmal, vor allen Dingen, wenn man dann noch den Strafkringel mit einrechnet. Kieler Woche TV 2019, liebe Zuschauer, können Sie auch natürlich schauen unter kielerwoche.tv, wenn Sie hier in Kiel unterwegs sind, auch auf der einen oder anderen Großbildleinwand. Also hier gibt es wirklich tolle Segelbilder bei tollen Bedingungen. Wir sind heute in der 49er-Klasse unterwegs, machen jetzt eine ganz kurze Pause, melden uns dann aber gleich wieder, wenn der nächste Start ansteht. Also bis gleich. Ein Elektroauto ist nichts für Sie. Zu wenig Reichweite. Kommt nicht durch den Winter. Und laden? Bestimmt viel zu kompliziert. Bis jetzt. It is not the hours, minutes or seconds that define us, but generations. It is the trust in our own abilities to persist, even through turbulence. It is the perfection which gives pleasure within seconds. This defines a Tutima, the watch collection from the Tutima family. Discover more at Tutima.com. Actually, a way to improve on Gosling's slowly aged Black Seal rum. Added to Gosling's finely spiced ginger beer. Result? The trademark dark and stormy.
Welche wird sie nehmen? Die? Die? Nee, das ist Sellerie. Rezepte wälzen, Chilis braten, in bunter Mischung auf Salaten, Pimientos kann sie zubereiten. Wow, so viele Möglichkeiten. Haben Sie nicht noch was vergessen? Sie können sie auch als Rohkost essen. Entdecke unsere frische Vielfalt, leckere Rezepte und tolle Tipps im Markt und online. Mehr Frische, mehr Ideen. Rewe, dein Markt. Was ist für uns eigentlich Heimat? Ist es einfach der Ort, an dem wir zufällig geboren wurden? Ein Ort in der Vergangenheit? Oder liegt Heimat eher in der Zukunft? Ein Ort, den wir gemeinsam gestalten, den wir beschützen, dem wir uns verpflichtet fühlen. Zu einer Heimat gehört das Land, gehören die Menschen, die sie bauen wollen und eine Zeitung, die sie zusammenbringt. Jeden Tag, Wort für Wort. Kieler Nachrichten. Wir verbinden die Region. Sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. They take our money but they won't take our soul. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest. Und wir sind zurück in Schilksee live, Kieler Woche TV 2019, der erste Tag der olympischen Bootsklassen. Wir kümmern uns um den 49er und haben gerade schon ein tolles Rennen gesehen, das am Ende die beiden Australier Sam und Will Phillips für sich entscheiden konnten. 7 Minuten sind es noch bis zum Start der nächsten Wettfahrt. Wir schauen aber nochmal uns den Zieleinlauf oder vielmehr den entscheidenden Überholvorgang an. Wir hatten es gesagt, die Neuseeländer lange, lange in Führung, McCarty, McKenzie, dann kamen die Australier, Marc. Genau, und hier, läuft jetzt leider ein bisschen schnell hier. Hier kam der Split, hier sind die beiden Boote auseinandergefahren. Die Neuseeländer haben die Australier auf die rechte Vorwindseite fahren lassen. Da sehen wir es, da haben sie dann zurückgeheizt. Und das ist der entscheidende Moment. Dort kann man sehen, wie die Australier mehr Druck bekommen, tiefer fahren können und immer mehr von dem Vorsprung, von dem Hintertreffen aufholen und vorbeifahren über die Seite. Und zwar ganz deutlich mit mehr Druck an den Neuseeländern vorbeigefahren, aber ganz klar auch einfach der Fehler der Neuseeländer, dort nicht mitzugehen und das zu verteidigen. Ja, und das haben wir dann ja auch gerade in den Live-Bildern von der Onboard-Kamera geliefert bekommen, dass da Gesprächsbedarf war an Bord bei Isaac und William aus Neuseeland, die dann sich am Ende eben mit dem zweiten Platz begnügen mussten. Sieg dann an die beiden Phillips-Brüder, hatten wir gerade schon gesagt. Ich habe nochmal geguckt, Markus, es wird ja in 3 Gruppen gesegelt. In der roten Gruppe sind Justus Schmidt und Max Böhme am Ende auf Rang 7 gelandet. Das deutsche Team Carsten sind Heinrich sogar auf Rang 4 und in der blauen Gruppe, wir gucken ja auch immer, was machen die Favoriten, zum Beispiel natürlich Peter Börling und Blair Tuke, die Olympiasieger von Rio 2016, die haben ihre erste Wettfahrt auf Rang 3 beendet, also dort auch schon mal gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Ich glaube sogar, dass an ihnen, wenn alles normal läuft, kaum ein Weg vorbeiführt in Sachen genau. Der Woche Sieg 2019. Ich wollte auch gerade schon fast sagen, nur auf Rang 3 für die beiden, weil die haben normalerweise wirklich die ersten Plätze abonniert. Und wenn die zu ihrer alten Form zurückfinden, dann fast unschlagbar in meinen Augen, weil die haben auch damals fast, die haben einfach alle Events gewonnen. Ja, sind auch 4-mal Weltmeister geworden, du hast es gesagt. Oder also es ist erstaunlich, dass man so eine Dominanz wirklich sehen kann heutzutage, weil ja alle Teams hart arbeiten da vorne, aber die machen irgendwas noch richtiger als die anderen.
und nebenbei nochmal den America's Cup gewonnen. Genau, nebenbei. Also nicht so schlecht vor Bermuda 2017. Wir haben noch 4:40 bis zum Start der nächsten Wettfahrt. Ich würde doch nochmal ganz gerne auf ein Thema zurückkommen, das wir eingangs besprochen hatten oder das du angetextet hattest, dass es natürlich eine Konkurrenz gibt um das einzige Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, aber dass natürlich die Konkurrenz, die unter den deutschen Teams herrscht, unter den dreien, die wir schon angesprochen haben, auch sehr fruchtbar sein kann, weil man gemeinsam trainiert und auch auf vergleichsweise hohem Niveau damit trainieren kann, nehme ich mal an. Ne? Absolut. Also nach wie vor für mich auch einer der Gründe, warum die 49er-Klasse in Deutschland so stark ist, im Gegensatz zu anderen Klassen. Diese starke Trainingsgemeinschaft und das Zusammenarbeiten bis zum Schluss, sich gegenseitig immer wieder pushen und fördern, das ist ein Riesenvorteil für Teams aus einem Land, wenn sie so eine interne Trainingsgruppe haben und hier in Kiel vor Ort trainieren können und nicht noch viele Kilometer fahren müssen, um ein Training machen zu können. Wenn man dann so eine starke Trainingsgruppe hier vor Ort hat, dann geht das meistens ganz weit nach vorne los. Also das ist für alle Beteiligten gut, aber richtig, am Ende kann nur einer zu den Spielen fahren. Die Olympischen Spiele dann in Tokio, da gibt es jetzt diverse Ausscheidungsrennen, ich glaube drei Ausscheidungsrennen in Sachen Olympia. Eine davon auf jeden Fall die Weltmeisterschaften, wir hatten es schon angesprochen, Ende November in Auckland. Über Nikolaus wird da gesegelt im Übrigen, aber auf der Hälfte der Erde ist dann ja Sommer, wenn ich richtig informiert bin. Genau, da ist dann Sommer, wobei in Auckland das Wetter fast so wie der Kieler Woche ist. Also das ist auch sehr, sehr schwierig. Da regnet es oft, da ist sehr windig meistens. Aber tolle Segelbedingungen und warum nicht mal so einen exotischen Ort auswählen? Es ist ja sicherlich schwer zu sagen, weil ja bei drei Veranstaltungen auch viel passieren kann. Siehst du jemanden vorne? Also ich meine, Erik und Tommy sind nicht hier, haben aber natürlich... Meinst du hier in Kiel oder in Auckland? Na, grundsätzlich, was die drei Teams angeht im Hinblick auf Tokio. Nee, im Moment nicht. Das ist sehr ausgeglichen. Also alle drei Teams haben dieses Jahr schon mal gezeigt, dass sie ganz, ganz vorne mitfahren können. Und einmal mehr kann man da nur sagen, wie stark diese Trainingsgruppe ist, dass alle drei Boote auf so einem Level segeln. Ich kann da noch nicht so richtig einen Favoriten ausmachen. Für mich wären vielleicht die Favoriten Erik und Tommy, wenn sie denn im Moment mehr segeln würden. Im Moment müssen sie sich ein bisschen auch um ihr Studium kümmern. Das gibt den anderen Teams nochmal die Chance, da dichter ranzukommen oder vielleicht vorbeizukommen. Die beiden haben ja bei den letzten Spielen in Rio 2016 die einzige deutsche Medaille für den Deutschen Seglerverband geholt mit Bronze im 49er. Großer Erfolg für Erik Heil und Tommy Plößel. Und wenn man da einmal Blut geleckt hat in Sachen Olympia, dann hat man sicherlich nichts dagegen, dort ein zweites Mal dabei zu sein. Und Tokio ist ja auch ein schönes Ziel, wobei ja ein bisschen außerhalb gesegelt wird in Enoshima. Genau, ich versuche hier gerade nochmal mir die Startlinie anzugucken. So, wir gucken mal wieder, ob es jetzt vielleicht wieder so eine Dominanz gibt von dem Team aus Neuseeland, Isaac McHardy und William McKenzie und Will und Sam Phillips, die ja gerade doch die Konkurrenz dort, die übrigen 26 Crews, insgesamt sind 28 Teams hier in der gelben Gruppe am Start, doch das Nachsehen gegeben haben. Da war eine ziemlich große Lücke zwischen den beiden und dem Rest des Feldes. Schauen wir mal, ob sich das jetzt in dieser Wettfahrt wieder so darstellt. Die Startlinie ist an der linken Seite ein bisschen bevorteilt. Das könnte auch ein Grund gewesen sein im letzten Rennen, warum die Deutschen da starten wollten, weil die Linie dort bevorteilt war. Das machen sie jetzt nicht so. Da kommen sie wieder ins Bild, aber sie versuchen einen Steuerbordstart. Das heißt, sie wollen wieder auf die rechte Seite hinaus, mit der sie... Nein, da kommt die Wende, da täusche ich mich gerade. Sie wollen wieder ganz in Lee starten. Das wundert mich ein bisschen, dass sie da nochmal ansetzen. Es ging im letzten Rennen für die beiden nicht so gut aus. Aber ich habe da übrigens schon wieder James Peters und Finn Starrett gesehen, die Weltranglisten Ersten aus Großbritannien, die ja auch diesen Lee-Start hatten. Und auch die sind wieder jetzt mit dabei. Mhm, die Lücke dort zum Lebo, zum orangenen Schlauchboot am unteren Bildrand, die ist noch sehr groß. Also der spanische Team dort kann die Deutschen im Moment kontrollieren und selber entscheiden, wann sie abfallen und Fahrt aufnehmen wollen. Aber da stehen schon am rechten Bildrand die nächsten Boote in den Startlöchern, die sich da auch noch mit Steuerbord eventuell reinwenden oder hinter den Booten durchfahren wollen. Warum gibt es diesen Start so oft im 49er? Weil eine Wende so unheimlich viel Meter kostet. Jetzt hier die letzten drei Sekunden ganz eng. Oh, hoffentlich sind die Deutschen da nicht über der Linie. Das sah für mich ganz, ganz schwierig aus. War nicht ganz in der Peilung, aber sehr risikobehaftet dieser Start. Wenn da jetzt noch ein Einzelrückruf hochgeht, dann
bin ich mir nicht ganz sicher, ob die unteren drei Boote hier nicht vielleicht gefährdet wären, da drüber gewesen zu sein. Ganz in Lee hier ganz unten die beiden Spanier Diego Botín Le Chever und Iago López Mara mit der ESP 97 im Segel. Genau, Fischer und Graf. Hinter die Deutschen. Hier mit dem Start wieder in Lee. Erstmal dann auch nicht so richtig die Möglichkeit, nach rechts rüber zu kommen, weil viele Boote in Louvre mitfahren. Und wenn man jetzt von diesem Bug, man startet normalerweise auf Steuerbordbug, das ist der Vorfahrtsbug, wenn man wendet, hat man den Steuerbordbug und muss den Backbordbooten Raum geben oder ausweichen. Hier nochmal die Wiederholung vom Start. Ja, wir sind hier nicht ganz in der Peilung, aber na gut, da habe ich jetzt keine Zeit dazu gesehen, aber ich glaube, ich habe keine Flagge gesehen, ich habe keinen Einzelrückruf hochgehen sehen. Von daher heißt das, dass der Start sauber war und die Deutschen aufatmen können. Einen guten Start hat auch das Team aus Großbritannien hingelegt. Grummet, Budden, die dort hinter den Spaniern aktuell auf Rang 2 geführt werden. Und Tim Fischer und Fabian Graf sind gut dabei. Ebenso wie das zweite deutsche Team Max Stingele und Linov Scheel auf dieser Startkreuz. Die haben sich für die linke Seite entschieden. Hier der Pulk, der sich für die rechte Kreuzseite entschieden hat, die ja, wenn wir uns erinnern, in der vorherigen Wettfahrt die bevorteilte gewesen ist. Genau. Momentan ist die Windentwicklung so, dass der Wind eher ein bisschen links dreht. Und deswegen sehen wir auch in der 3D-Grafik, dass die Boote auf der linken Seite momentan das Feld anführen. Da kommt die Wende von den Deutschen. Fast ein bisschen früh für mich. Aber es ist ein Linksdreher. Den kann man jetzt wenden oder mitnehmen, wie man sagt. Wir müssen jetzt halt hoffen, dass der Linksdreher da stehen bleibt und nicht wieder zurückdreht auf rechts, weil dann hätten sie schlechte Karten gegenüber den Booten auf der rechten Seite. Und es sind tendenziell mehr Boote nach rechts als nach links gefahren. Also dort geht man auch immer wieder ein größeres Risiko ein, wenn man dort viele Boote alleine nach rechts fahren lässt und mit 3-4 Booten auf die linke Seite vorausfährt. Und ganz rechts befinden sich auch Bart Lambre und Pim van Vugt aus den Niederlanden. Und die werden hier momentan an 1 gelistet, sind dort ganz oben, von hier aus natürlich nicht zu sehen, aber befinden sich auf der rechten Kreuzseite. Gucken wir mal, wie sich das dann gleich ausgeht. Aber hier Phillips, auch wieder mit von der Partie, genauso wie die Kanadier Heinzemann Barnes, die ja in der ersten Wettfahrt auf Rang 3 gelandet sind, die Spanier jetzt auf 2. Also recht eng beisammen alle. Wo sind Tim Fischer, Fabian Graf aktuell auf 7? Dort haben wir sie im Bild, links die Spanier, ja, rechts die beiden Deutschen. Wir werden jetzt wieder ein bisschen hochklettern in der Rangliste dort. Es geht gerade ein Linksdreher wieder in das Regattafeld, oder es läuft ein Linksdreher ins Regattafeld hinein, nachdem wir, als du gerade noch deine Ausführung gemacht hast, in einem Rechtsdreher war, da war die rechte Seite bevorteilt, jetzt dreht der Wind wieder nach links und das ist gut für die Deutschen, Fischer Graf. Und wir sehen, wie es hier konstant weiter nach oben geht oder zumindest erstmal in die Führungsgruppe geht, weil sie mit diesem Linksdreher jetzt eben die Boote auf der rechten Seite passieren können. Es ist immer eine Frage, wie gut die Segler das Gespür für den pendelnden Wind entwickeln können. Da gibt es meistens ein Muster, was man beobachten kann. Der Wind dreht innerhalb von 2-3 Minuten 10 Grad links und in den nächsten 2-3 Minuten wieder 10 Grad rechts. Mhm. Und wenn man das erkennt als Segler und umsetzen kann, dann kann man dort sehr, sehr stark und taktisch sehr sauber segeln. Strategisch und taktisch sauber segeln. Erwartest du gleich an der Louvre-Tonne dann von vielen Teams gleich den Jibe-Set, also gleich den Versuch dann auf die andere Seite zu segeln? Nein, wenn du mir vorhin zugehört hättest, wir sind in einer Linksdrehung, oh, Alex, ja, du hast dann recht, fährt Markus, man nicht den Jibe-Set, sondern man fährt weiter. Es könnte natürlich sein, weil du gerade davon sprachst, dass sich alle 2 Minuten, 3 Minuten was ändert, dass da schon auf der rechten Seite. Ich habe nur gesagt, das Muster könnte so aussehen. Ich habe gesagt, wenn man ein Muster erkennt, ist es sehr, sehr gut für die Segler, weil sie dann danach handeln können und besser ihre Wenden und Taktik, ihre Strategie. Strategie ist ja das, was man mit dem Wind und alleine auf dem Kurs fahren würde. Danach kann man die dann besser auslegen und das für sich nutzen, wenn man dieses Muster erkannt hat. Also hier rechts haben wir wieder die spanische Crew, Diego Botín Le Chever, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, und Iago López Mara, die beiden Spanier, die über die linke Seite gekommen sind und jetzt gerade natürlich auch von diesem Linksdreher profitiert haben. Ja, es geht noch sehr eng zu. Die ersten 10 Boote sind innerhalb von 20 Metern, das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast gar nichts. Und da wird es auch oben an der Lufttonne dann gleich eng werden. Die Deutschen haben nochmal nach, also die deutschen Fischer Graf haben nochmal nach links rausgewendet. Anscheinend sind sie dort nicht an den rechten Booten vorbeigekommen.
und haben sich dann entschieden, wir gehen nochmal auf die linke Seite raus und versuchen dort nochmal einen Angriff, um dann vorne vor den Booten von rechts durchzukommen. Hier sehen wir sie im Bild, wie sie aber ziemlich alleine, und da wird mir so ein bisschen mulmig im Bauch, Alex, weil sie jetzt wirklich ganz alleine dort auf die Seite hinausfahren. Die wollen da, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel. Ja. Und das kann eben leider auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil meistens man nicht alleine das Genie ist auf dem Kurs, sondern da auch noch ein paar andere gute Segler rumfahren. Und es gibt einen Grund, warum die gerade alle nach rechts fahren. Wobei, Markus, als Genie ist man ja häufiger mal alleine, ne? Ja, aber im Segeln ist es, geht's meistens häufig nicht auf, wenn ein Boot sagt, ich bin das Genie und fahre auf die andere Seite wie die anderen. Meistens zieht das da den Kürzeren. Weil dort doch mehr Augen dann mehr sehen. Und wir sehen hier wirklich, wie extrem das gerade ist. Also ja. Die entfernen sich komplett von dem Feld. Das Feld fährt nach rechts. Und es sind noch zwei, drei Boote auf der linken Seite. Hier die Wände von den beiden. Aber tolle Bilder, die wir ja, hier bekommen. Ja, sehr schön gemacht, auch die Wände. Sie haben da so ein bisschen Probleme mit einer Welle vom Motorboot gehabt. Die kam genau in der Wende rein und hat sie nochmal verlangsamt. Und jetzt kommt diese Situation. Rechts das große Pulk von Booten. Die Flotte ist dort. Wenn jetzt etwas schief geht, dann fahren die alle vorbei an Fischer Graf. Das haben sie damit riskiert, oder? Sie gewinnen alle. Also, aber mir war das ein bisschen zu risikoreich, da nochmal nach links ganz alleine rauszufahren. Max Stengele und Linov Scheel, die sich auf der rechten Seite befinden, liegen aktuell auf Rang 11, also kratzen da an den Top 10 Plätzen. Wobei sich jetzt von links, hier, ich sehe es gerade, Fischer Graf, auf 7 werden die hier gelistet. Ja, der Wind 9. dreht gerade ja. links, das hilft denen natürlich. Also ich drücke denen die Daumen, dass das aufgeht. Also mir ist es trotzdem von der generellen Anlage her zu risikobehaftet gewesen. Natürlich drücken wir denen die Daumen, dass da jetzt der Linksdreher reinkommt und sie das vielleicht irgendwie vernünftig zur Lufttonne bringen können. Aber trotzdem nicht der ideale Weg oder der kontrollierte Weg, vorne mitzufahren. McHardy, McKenzie, die beiden Neuseeländer sind auch wieder mit von der Partie, aktuell auf Rang 5 liegend. Fischer Graf auch immer noch in den Top 10. Da sind die Crews noch sehr eng beieinander. Das wechselt deshalb auch sehr stark. Und jetzt sieht man richtig eine Bö oben am oberen Wasserrand oder zwischen dem Strand und den unteren Booten hier. Da ist es dunkler auf dem Wasser gewesen. Da ist mehr Druck und wir sehen die Spanier, wie schnell die da fahren, wie viel Druck die da haben. Hier nochmal in der Nahaufnahme. Da ist richtig jetzt Druck reingekommen. Das ist typisch für diesen Wind, der übers Land kommt. Der kommt dann immer so in wellenförmigen Bewegungen, Böentätigkeit und Drehern. Und da muss man sein. Man muss in diese Böen reinfahren, weil diese Boote einfach so viel schneller werden, wenn sie mehr Wind haben. Bin gespannt, wie die Deutschen sich da jetzt einsortieren können. So wie es für mich im Moment aussieht, sehr, sehr schlecht leider. So, also das ist die führende Crew aus Spanien. Da geht der Gennaker, da gehen 38 Quadratmeter Segelfläche nach oben. Manöver. Ja, steht fast der Gennaker. Ein bisschen zu spät zum Stehen gekommen, der Gennaker. Hier jetzt die Neuseeländer. Phillips, die Australier. Die gerade die Wettfahrt gewinnen konnten. Also jetzt schon wieder auf Rang 2. Abfallen, jetzt muss der Gennaker schnell hochgehen. Und sofort die Schot dicht gezogen werden, das Segel füllen. Das hat da gut geklappt. Genauso wie bei den direkten Verfolgern dort aus Großbritannien mit dem grünen Gennaker. Genau, das so. Sind James Grummet und Daniel Budden aus Großbritannien auf 3. Das ist die Top 3, genau. Wo sind Tim Fischer und Fabian Graf? Die sind auf der linken Layline, haben sie gerade gewendet. Da sieht man die deutsche Flagge so ein bisschen. Auf der Backboard-Layline, da kommen sie jetzt zur Tonne, ja. Und müssten jetzt so ungefähr an 13, 14 die Tonne unten, an Platz 12. Ja, Platz 12. Und nochmal 6 Plätze dahinter, die Kieler Max Stengele und Linov Scheel. Da links haben wir gerade die Deutschen noch im Bild gehabt. Jetzt wollen sie zu viel. Sie wollen jetzt einfach zu viel. Alle Boote fahren weiter. Wir haben gerade drüber gesprochen. Selbst du hast es sogar verstanden, Alex, dass ja. man weiterfährt mit dem Linksdreher und die Deutschen fahren die Halse um. Also das ist im Moment so ein bisschen irgendwie, die wollen das irgendwie übers Knie brechen, da nach vorne zu kommen. Ich drücke ihnen natürlich die Daumen, dass es klappt, aber ein bisschen cooler bleiben, ein bisschen im kleineren Feld agieren, ein Boot nach dem anderen. Und das sieht bei Ihnen immer so aus, dass Sie nach dem ganz großen Schlag suchen oder nach der ganz großen Attacke gleich ganz viele Boote auf einmal zu überholen. Das geht meistens schief, ist meine Erfahrung. Was hier nochmal die Wiederholung von den beiden. Vom Set, also vom Hochziehen des Gennakers. So, da sind die beiden Deutschen schon wieder ganz außen auf dem Kurs. Oh, guck mal, die Spanier schon wieder, nicht schon wieder, sondern einen riesen Vorsprung sich auf dieser
Vorwindstrecke erarbeitet, haben wir gerade gesehen. Auf Ihren letzten Metern auf der Kreuz haben Sie schon von dem Dreher dort, von der Windböe, die da von Land kam, profitiert und haben das Tempo offenbar mitnehmen können, auch in die Vorwindstrecke. Und ich schiele hier immer mit einem Auge auch so auf die Windentwicklung, sowohl, also hauptsächlich auf die Windrichtung. Die kann ich ja hier immer schön auch ablesen bei den SAP Sailing Analytics. Und der Wind dreht gerade rechts. Fischer und Graf sind jetzt nach links rüber gefahren. Und da wollen sie alles andere als einen Rechtsdreher, da wollen sie eigentlich einen Linksdreher. Und ich hoffe, dass sie da jetzt nicht noch etwas verlieren, weil sie eben gegenüber den Booten auf der anderen Seite jetzt falsch positioniert sind zum Winddreher. Kann man nur hoffen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Druck bekommen können, ein bisschen mehr Bootsgeschwindigkeit fahren können und den Dreher ein bisschen nivellieren damit. Diego Botin und Iago López Marra, sein Vorschoter, hier nach wie vor in Führung. Das sieht sehr souverän aus, was die beiden Spanier dort machen, haben ordentlichen Vorsprung schon auf die Brüder Will und Sam Phillips aus Australien, die ja die erste Wettfahrt gewinnen konnten. Dahinter zwei Teams aus Großbritannien, dann die Neuseeländer Mac Hardy, Mackenzie, Tim Fischer und Fabian Graf immer noch unter den Top Ten. Jetzt wieder, muss man sagen, ja. 12. gerade schon ein bisschen was verloren auf der Vorwind. Stimmt. Und aber jetzt haben sie sich ein bisschen zurückgekämpft. Also vielleicht sind sie auch sehr, sehr schnell. Da gucke ich gleich mal rein. Aber wir sehen hier richtig, wie die 49er da übers Wasser springen fast. Teilweise nur der hintere Teil des Rumpfes im Wasser. Der ganze Bug hebt mit ab oder springt über die Wellen, kann man sagen. Also hier sieht man wirklich, wie performant diese Boote sind. Wenn wir dann gleich das Legate erreicht haben, vielmehr wenn die Spanier das Legate erreicht haben, dann ist die Hälfte auch, dieser Wettfahrt, dann ist die Hälfte dieser Wettfahrt Geschichte. Es geht dann nochmal auf die nächste Kreuz und dann auf der zweiten Vorwindstrecke in Richtung Ziel. Also es kann noch einiges passieren, das haben wir ja vorhin auch erlebt, als McHardy, Mackenzie quasi die ganze Wettfahrt geführt haben und dann am Ende auf den letzten Metern von den Australiern noch eingeholt worden sind. Also zu sicher dürfen sich die beiden hier, dürfen sich die Spanier Diego Botin und Iago López Marra noch nicht fühlen. Nein, absolut nicht. Das sind 20 Meter, die sie da Vorsprung haben. Die sind schnell weg bei einem falschen Manöver, weil das einfach im 49er so extrem ist. Das Boot fährt so schnell geradeaus und wird so langsam in den Manövern. Und wenn da etwas schief geht, dann können die Verfolger immer gleich ganz, ganz viele Meter gut machen. Hier die Tonnenrundung sah sehr gut aus von den beiden. Ganz harmonisch und sauber um die Tonne rumgegangen. Die Australier ging gut weg, da gab es gar nichts zu bemängeln. Nee, das sah super aus, was die beiden da gemacht haben. Wir haben im Hintergrund gerade noch den roten Gennaker einholen gesehen bei Sam und Will Phillips. Mal gucken, ob die sich auch für die linke Kreuzseite jetzt entscheiden. Nein, gehen auf die andere Seite. Also, genau, das bedeutet, sie greifen an. Das ist eben das Schöne an diesem Gate. Man hat die Möglichkeit, wenn der Vorausfahrende die linke Tonne nimmt, die andere Tonne zu nehmen und zu sagen, jetzt kann ich hier, oh, geht das gut mit dem Gennaker, der muss da vorne rein, ja, haben sie geschafft. Kann ich um die andere Tonne gehen? Das macht natürlich nur Sinn, wenn der Wind auch irgendwie dafür passt. Wenn der Wind jetzt dominant links oder rechts gedreht ist, macht es meistens keinen Sinn, um die andere Tonne zu gehen, weil dann verliere ich zu viele Meter. Da im Hintergrund, da sehen wir die Deutschen gerade so immer noch auf 11 liegen, Tim Fischer, Fabian Graf. Ja, die müssten jetzt gerade die Tonne runden. Ja. Ja, das andere deutsche Team, Stingele Scheel. Da haben sie die Tonne. Jetzt runden sie gerade die Tonne und sortieren sich immer noch so um 11 dort ein und orientieren sich jetzt aber hier auf die rechte Seite. Genauso wie Max Stingele und Linus Scheel jetzt dort. Das war keine gute Turnrundung. Zu viel Krängung im Boot. Der Vorschulter noch nicht im Trapez, schon wieder zu viel Krängung. Hier bleiben sie stehen. Die Japaner fahren einfach in Lee vorbei. Also da war tatsächlich einfach das Bootshandling der Faktor, dass sie nicht weiter oder nicht schnell nach vorne gekommen sind. GER 9111, das sind Max Stingele und Linus Scheel vom Kieler Yachtclub, haben wir da gerade gesehen bei dem Manöver. Also jetzt schon wieder auf der Kreuz, aber haben Plätze verloren. Auf 15 aktuell. Oh, hier die und Mexiko ist es, glaube ich. Ganz schlechte Tonnenrundung, die kentern fast nach Luft gleich. Die haben da gar keinen Druck im Segel. Wahnsinn. Die müssen jetzt mal losfahren. Ja, da haben sie es geschafft. Aber da haben sie auch wieder ganz, ganz viele Meter gelassen. Das Team aus Mexiko mit dieser doch eher schlechten Tonnenrundung. Bootshandling muss passen, wenn man da vorne mitfahren will, weil man sonst eben einfach gleich ganz, ganz viele Meter verliert. So, die Spanier mit der tollen
Rundung um das Leger. Da kann man ja auch einiges an Metern verlieren bei diesen Tonnenrundungen dort. Das will auch gekonnt sein, dass du da eine tolle Legerrundung hinlegst. Das haben die beiden Spanier gemacht. Hatten aber auch am wenigsten Druck, muss man sagen. Wenn da 4, 5 Boote gleichzeitig kommen, dann kommen noch so viel mehr Faktoren dazu, weil du musst auch immer gucken, wo ist dein Gegner, wie muss ich verlangsamen oder beschleunigen, um vor ihm oder sauber hinter ihm rumzukommen. Ja, stimmt. Es ist einfacher, wenn du als Vorausfahrender da frei entscheiden kannst und timen kannst, wie du dein Manöver ansetzt. Aber trotzdem haben sie das auch in diesem Rahmen sehr, sehr gut gelöst. Jetzt finde ich eine ganz interessante Situation für Phillips, die wir dort oben sehen. 50 Meter Rückstand auf die Spanier. Das deckt sich ungefähr mit der Situation, die in der ersten Wettfahrt vorgelegen hat. Nämlich da waren die Spanier ja nicht dort, sondern die Neuseeländer in Führung. Das heißt, vielleicht können die Australier sich daran erinnern, was sie gerade eben richtig gemacht haben. Wobei es natürlich immer von den Windveränderungen abhängt. Ja, ne? War aber auf der Vorwind. Jetzt haben wir das an der Kreuz. Wir haben da ja drüber gesprochen am Legate. Ich weiß, aber sie hatten auch da den Rückstand nämlich. Genau. Aber sie haben über die rechte Seite angegriffen, die Australier. Und das ist jetzt, in diesem Moment sehen wir es gerade, sie fahren jetzt vor den Spaniern durch. Da ist also jetzt ein Führungswechsel, hat jetzt stattgefunden. Und im Idealfall würden die Australier jetzt mitwenden und wieder auf die rechte Seite hinausfahren. Warum würden sie das machen? Weil sie dort gerade Meter gewonnen haben und hinter ihnen die Boote auch nach rechts fahren. Sie öffnen jetzt also für die nachfolgende Boote sozusagen auch wieder die Tür. Ich würde den beiden jetzt eine Wende empfehlen und dort wieder... Ja, sieht so aus, als wenn sie das jetzt auch mal... Nee, ich habe kurz gedacht, sie gehen in die Wende. Sie hören noch nicht so richtig. Nee. Die sollten aber. Ja, diese jungen Leute. Oder? So, jetzt kam die Wende. Das ist in meinen Augen taktisch das richtige Verhalten dort, jetzt mit dem Feld mitzufahren und eben die Führungsposition zu verteidigen. So, Tim Fischer, Fabian Graf haben sich da wieder ein bisschen nach vorne arbeiten können. Genau, weil für die beiden genau das gleiche gilt wie für die Australier, die über rechts gewonnen haben. Tim Fischer, Fabian Graf, auch nach rechts gefahren. Ja, da haben wir dürften da auch wieder ein paar Meter gut gemacht haben. Diesmal nicht so weit nach rechts gefahren. Das gefällt mir viel, viel besser, weil man dort immer noch mal wieder auf einen Linksdreher reagieren kann. Also nicht eine Hauruck-Aktion, sondern diesmal mal ein bisschen kontrollierter vorgegangen und im kleinen Boote gewonnen. Das ist für mich immer die beste Möglichkeit oder Taktik, dort nach vorne zu segeln. Ich finde das wirklich extrem, wie schnell sich das jetzt verändert hat. Ne? Gerade eben noch 50 Meter zurück, die Australier hinter den Spaniern, jetzt schon knapp 100 Meter voraus. Also wir hatten darüber geredet, dass sie sich nicht zu sicher sein können, ob werden sie da am Ende der letzten Vorwindstrecke schon deutlich in Führung gelegen haben. Also das ging jetzt immer mal richtig schnell. Ja, und zwar sind das Winddrehungen. Wir haben hier wirklich einen pendelnden Wind, der 10 Grad links, 10 Grad rechts hin und her dreht, immer um eine gewisse Ausgangswindrichtung pendelt er nach links und nach rechts. Und wenn man diese Dreher für sich nutzen kann, dann sind das einfach unheimlich viele Meter. Wenn man davon ausgeht, dass die Boote gleich schnell sind, dann kann ich über diese Winddrehung so viele Meter auf meinen Konkurrenten aufholen, wenn ich das denn nur richtig lesen kann. Jetzt haben wir hier ein schönes Bild links. Die Australier, Phillips und ganz rechts am Bildrand die zweitplatzierten Spanier Botín und López Mara. Auf dem Weg zur Lufttonnenrundung. Wir schauen natürlich auch immer noch mal mit einem Auge auf die beiden Deutschen, auf Tim Fischer und Fabian Graf, aktuell auf Rang 7, aber schon mit 250 Metern Rückstand auf die Führenden aus Australien. Ja, die machen hier im Moment alles richtig. Also da findet man manchmal auch den Rhythmus. Also ich habe ja vorhin darüber gesprochen, der Wind pendelt in einem gewissen Zeitfenster hin und her. Wenn man diesen Rhythmus getroffen hat und mit den Winddrehern immer wendet, dann entfernt man sich immer weiter von seinen Verfolgern. Das ist manchmal so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist so ein Rhythmus oder ein Flow, den man da erreicht. Und es funktioniert so auf einmal alles ganz einfach. Wohingegen, wenn du sagst, ist das jetzt ein Rechtsdreher, ist das ein Linksdreher? Und dann wendet man hin und her. Man kommt nie so richtig in den Rhythmus des Windes hinein. Wenn man dies aber schafft, und das scheinen hier gerade die Australier so ein bisschen getroffen zu haben, dann geht es eben richtig weit nach vorne los. Markus, das ist wie bei uns, wenn wir so richtig ins Moderieren kommen und so einen Flow entwickeln, ne, dann läuft das auch wie von selbst. Genau so. So. Eine schöne Studie von den Australiern. Und man sieht nochmal, auch für die Zuschauer, man sieht die dunklen und hellen Stellen auf dem Wasser. Das sind Druckunterschiede. Und die muss man für sich nutzen, oder sollte man für sich nutzen, wenn man schnell Richtung Lufttonne kreuzen will hier. Prinzipiell möchte man gerne immer in den Bereichen sein, wo mehr Wind ist, weil man dann auch mehr Wind in den Segeln hat und schneller durchs Wasser nach vorne fahren kann. Wieder die Wende von Sam und Will Phillips aus Australien, eben auf Rang
1 ja schon gelegen, nachdem sie auf den letzten Metern dort die Neuseeländer überholt haben in der ersten Wettfahrt heute in dieser gelben Gruppe. Drei Gruppen sind unterwegs und jetzt sitzt sie schon wieder mit so einem Riesenvorsprung auf dem Weg zur zweiten Luftrunde. Und gucken wir uns einmal die Geschwindigkeiten an, dann ist da genau das, was ich immer wieder anspreche. Das sind die Böen auf dem Wasser. Da gibt es Boote, die fahren fast 12 Knoten und da gibt es Boote, die fahren 6 Knoten. Ja. Das ist der Unterschied, ob man in diesem Wind, in dem Druck drin ist oder eben nicht. Und da entstehen natürlich riesen Abstände. Wir sehen das hier, die Australier, Phillips. Wahnsinn, was die hier machen. Die setzen sich einfach immer weiter ab, können jetzt relativ entspannt die Vorwind segeln und müssen eigentlich nur gucken, wo fahren unsere Verfolger hin und sich auf der Seite halten, weil jetzt so einen komfortablen Vorsprung, das ist schon immens. Will ist links im Bild, der Steuermann ist der ältere Bruder, Vorschoter. Sam hat gerade wirklich gut den Gennaker gesetzt. Also die scheinen eingespielt zu sein, die beiden. Und wenn ich das so beobachte, auf jeden Fall... Ganz lässig sieht das auch gerade aus. Zwei Kandidaten für die Goldgruppe, die wird dann am Samstag übertragen. Ja, also da sah auch, das sah nicht nervös oder irgendwie, also das war ganz entspannt, wie sie das da alles abgespult haben. Jetzt gucken wir auf die Spanier hier. Vorschauer geht rein, zieht den Gennaker schnell hoch. Für den Steuermann, wie gesagt, immer ein sehr großer Balanceakt in diesem Fall. Muss auch reagieren, sobald sich der Gennaker mit Wind füllt. Also so, sowohl an der Pinne als auch mit dem Körpergewicht. Und jetzt auch die beiden hier unterwegs. Kein schlechtes Manöver. Gennaker hätte vielleicht noch eine Sekunde früher zum Stehen kommen können. Jammern auf hohem Niveau, aber das sind alles Meter nach vorne. Und Sie sehen mal, wie groß die Abstände sind. Die Spanier, die Zweitplatzierten, fahren dort schon wieder aus dem Bild, halsen jetzt hinterher. Phillips haben die Halse schon gesetzt. Dann vor den Nächsten, die kommen jetzt erst um die Lufttonne herum. Buksak, Wirtz, Bicky, ein Team aus Polen, vor Grummet, Baden. Und Lefebvre, Pelzmakers aus Belgien. Ja. Dominik Buksak und Szymon Wierzbicki heißen die beiden Polen. Und Fischer Graf scheinen sich da in dem letzten Teil der Kreuz nicht mehr zurechtgefunden zu haben. Sie haben die Dreher nicht mehr getroffen. Sie sind da immer ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Momentan an 12. Nicht gut für die beiden. Da haben sie sich bestimmt mehr erhofft. Ein bisschen unzufrieden sein mit den beiden Wettfahrten. Vor allen Dingen nach Rang 5 in der ersten Wettfahrt, den sie ja trotz Strafkringels am Ende erreicht haben. Sicherlich nicht das, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben für diese zweite Wettfahrt. Hier wieder die Bilder von unserer Drohne, von unserem Drohnenkameramann Basti Großkopf geliefert. Die Draufsicht auf Will Phillips und Sam Phillips, die beiden Brüder aus Down Under, die hier dem nächsten Sieg, dem zweiten nacheinander, aber sowas von ungefährdet entgegenfahren. Ja, Wahnsinn. Also auch einfach fantastische Bilder, wenn man das hier sieht. Ich meine, da brauchen wir jetzt ja nicht mehr groß über Dreher oder Taktik reden. Da können wir einfach die Bilder genießen. Und das ist wirklich Segeln in seinen besten Momenten und die beiden, wie sie da stehen, abgeseilt gerade im Trapez. Das Boot springt über die Wellen, weil es auch viel schneller ist als die Wellen und teilweise nur noch mit dem Heck im Wasser. Das nennt man Skimming. Das ist so eine Vorform von Foiling, wenn der Rumpf kaum noch Kontakt zum Wasser hat. Die 49er sind ja nicht in der Lage. Hier kommt die letzte Halse. Gennaker sauber rübergegangen, keine Gefahr mehr. Beide im Trapez. Ja. Aber da oben, wir sehen schon. Ja. Eine Attacke. Deshalb haben sie wahrscheinlich auch geheilt. Genau richtig, in meinen Augen auch. Ja. Jetzt beim Gegner bleiben. Sie haben das ja auf der letzten Vorwind mit den ihnen vorausfahrenden Neuseeländern gemacht. Ja. Jetzt darauf achten, umso besser. Und hier machen sie eigentlich das Tor jetzt zu. Also sie sind da jetzt in einer guten Stellung, in einer guten Position, auf jede Halse oder auf jeden Angriff der Spanier reagieren zu können. Das ist sehr kontrolliert, was sie da machen, und das gefällt mir. Ja. Die Spanier hatten da noch mal kurz gehofft, aber dann kamen die Halse von Phillips. Phillips hatten natürlich alles im Blick, denke ich mal, haben immer mal zurückgeschaut. Wo sind die Spanier? Was müssen wir hier machen, um unsere Führung zu verteidigen? Genau, und das ist gar nicht so einfach. Du sprichst davon, hatten alles im Blick. Die haben natürlich auf dem Boot schon jede Menge zu tun. Also, aber, wie du schon sagst, richtig ist dann natürlich auch, sie müssen das Boot eigentlich mehr oder weniger mit dem Gefühl, mit dem Körper fahren und müssen die Augen trotzdem noch nach draußen kriegen, um eben Winddreher, Konkurrenten und Konfiguration oder Lage des Kurses zu erkennen. Also da ist wirklich von den Sinnen viel gefordert bei solchen Bedingungen. Schön, wie sie hier nochmal durchs Wasser fahren. Gennaker sehr dicht. Die beiden hier verteidigend Richtung Ziel unterwegs. Das sind nicht mehr viele Meter und ich glaube nicht, dass sie da noch was anbrennen lassen. Da haben wir es immer noch zwischen dem Gegner und dem Ziel. Also hier ganz saubere Verteidigung von den beiden. Es sieht sehr gut aus und ich
da spricht nichts mehr gegen einen Sieg der beiden hier. Phillips aus Australien. Zweiter Tagessieg. Also ganz starke Performance von den beiden hier heute. Absolut. Und da ist auch schon die Ziellinie in Bild und Will und Sam Phillips also mit dem zweiten Sieg nacheinander. Glückwunsch an die beiden Jungs aus Down Under vor den Spaniern Botín und López Mara, die jetzt gerade über die Ziellinie fahren und auf Rang 3 zwei alte Bekannte, die wir gerade auch schon in der ersten Wettfahrt gesehen hatten, die lange in Führung lagen, dann am Ende hinter Australien auf Platz 2 gelandet sind. Isaac McHardy und William McKenzie, das ist die Top 3 und Sie sehen ja selbst, da kommt erstmal keiner mehr. Genau. Also da ist erstmal lange Schluss. Hoffen wir mal, dass die Deutschen sich wenigstens da an ihrer 10. Stelle behaupten können. Da sind sie im Moment noch geführt, 11. Ich hoffe, das können sie jetzt ohne Fehler ins Ziel bringen und nicht, also jeder Punkt zählt wirklich. Es geht ja am Ende darum, auch den Schnitt zu schaffen, ins Goldfleet zu kommen und nicht ins Silberfleet. Und da zählt wirklich immer jeder Punkt, vor allen Dingen, wenn es drei Gruppen sind. Es ist sogar noch einmal mehr, als ich gesagt habe. Wenn man einen 10. fährt, hat man eigentlich einen 30., weil es ja drei Gruppen gibt und 13. Plätze. Also hier muss man schon sehen, dass man ein bisschen weiter vorne dabei ist, als die beiden Deutschen im Moment sind. Dominik Bukschak und Szymon Wierzbicki, die beiden Polen dort auf Rang 3. Hat ein bisschen gedauert, bis die ins Ziel gekommen sind. Ja, der Abstand war groß, aber sie kommen jetzt alle. James Grummet und Daniel Budden aus Großbritannien. Da die Weltranglisten ersten James Peters und Finn Starrett. Das ist die Top 5 jetzt. Jetzt gucken wir mal, wo Tim Fischer und Fabian Graf kommen. Da müssten jetzt noch Australien und Norwegen kommen. Wenn die Deutschen vorher kommen sollten, hätten sie noch Boden gut gemacht. Hier kommen die Belgier. Ja, das ist richtig. Die waren da auch noch davor. Und jetzt müsste Niederlande, Australien, Deutschland. Und hier unten kommt, wer kommt da ins Bild? Sind das die Deutschen? Ich glaube, das da waren die Deutschen. Da oben mit dem schwarzen Gernacker. Könnte sein, dass sie da noch ein... Nein, habe ich falsch gesehen. Ich dachte, sie wären... Nee, sie sind gerade da Pinend. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ich dachte, sie wären am Pinend. Das war aber eine belgische Flagge. Als Elfter sind sie ins Ziel gekommen. So, jetzt gucken wir natürlich noch, wo sind Max Stingele und Linov Scheel. Aber wir gucken erstmal auf die Analyse. Ja. Da kommen die, also, da kommen die Deutschen ins Ziel. Und zwar, das rechnen wir noch eben nach, an 16. Super. Die Analyse, wir haben sie ja nach jedem Rennen und immer wieder aufschlussreich, wie ich finde. Die Distanz von den Australiern. Ich weiß nicht, was bei McCurdy, McKenzie los ist. Da scheint mir irgendwas, da könnte die Übermittlung der Tracking-Daten nicht ganz geklappt haben. Die 5000 Meter scheinen mir doch ein bisschen unrealistisch da, weil das sehr, sehr wenig wäre. Das wären 3 Kilometer weniger als die anderen. Müssten sie sehr weit vorne gewesen sein. Also Distanz und Durchschnittsgeschwindigkeit zeigt hier an, wer das Rennen gewonnen hat. Phillips nicht die schnellsten, aber mal wieder mit der kürzeren Distanz, wie im Rennen vorher auch. Und so gewinnen sie hier ihre Rennen. Und wir wollen mal hören, was ihr Geheimrezept womöglich ist von Sam und Will Phillips und schalten raus zu Maike Sitka. Genau, das werde ich die Jungs gleich mal fragen. It's impressive to see you racing. I mean, the first race was almost a copy to the second one. What is your key to success? Well, today the wind's offshore, obviously, so we're just trying to not worry about anyone else and try and find our own path around the course. And we seem to have been able to do that quite well in the first two races. So yeah, it's good. So what is your tactic for the next races? I think we'll try and not change too much. Just try and start clear and stay in phase with the wind. It will keep it quite simple. That sounds too easy. I mean, the boat speed is not, you're not the fastest today, but you keep the distance very short. Is that kind of your tactic? Well, we hope we're going okay, but with our speed as well as our distance. But we're trying to just do a combination of distance and speed, or least distance and a higher speed. And if we can do that, then we'll be really happy. I think you're doing it quite well so far. So what is your goal for the Kila week? First to join the yellow fleet? Definitely gold fleet would be a goal for us. But we're really just here to get some training in before we head to Japan. So any result we can get, I guess, is a bonus. Thank you so much. So, also ihr hört ja, Sie sehen es eher als Trainingswoche hier. So sieht es ja ganz gut aus. Wenn Sie so weiter trainieren, dann reicht es ja vielleicht sogar am Ende erstmal für die Goldgruppe, wie Sie sagen, und dann vielleicht auch zum Kieler Woche-Sieg. Und dann sehe ich für Tokio da auch gar keine Probleme.
Ja, vielen Dank, Maike, und vielen Dank an Will und Sam dort draußen, die beiden Australier, die hier einen entspannten Eindruck machen. Und Will hat es ja gerade gesagt, stay in phase with the wind. Genau. Das bedeutet übersetzt. Das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe. Im Rhythmus mit den Windrädern segeln ist es aus dem Englischen. Und das haben die hier gut gemacht. Die haben den Rhythmus irgendwie gefunden. Es sah alles einfach aus bei denen. Mhm. Jetzt habe ich gerade auch noch mal ein bisschen zugehört und sagen halt auch hier, es geht uns eigentlich um nichts. Wir wollen hier ein bisschen trainieren. Und manchmal kommt da genau das bei raus, wenn man so den ganzen Druck wegnimmt und nicht irgendwie sagt, das ist jetzt eine Ausscheidung, wir müssen eigentlich Top 5 segeln oder unsere Erwartung ist Top 5. Auf einmal ist der Druck weg und man segelt einfach so frei daher und man findet den Rhythmus des Windes, man hat wenig Druck, klappt alles so. Aber es geht halt auch nicht immer, man muss halt auch manchmal bei wichtigen Regatten sagen, wir wollen in den Top 5 oder wir gehören in die Top 5. Ja. Und man muss auch mit dem Druck umgehen können, weil es ja irgendwann wieder kommt. Tim Fischer und Fabian Graf hatten ja bei uns im Interview gesagt, dass sie ins Medal Race wollen, ist ja auch völlig legitim, dieses Ziel zu haben. Da hattest du aber gesagt, dass sie fast ein bisschen zu viel wollten mal in einer Situation. Ja, es wirkt mir alles noch so ein bisschen so erzwungen von denen. Also sie versuchen immer irgendwie auf eine Seite rauszukommen. Große Hebel, die wir gesehen haben, die große Risiken, die sie eingehen. Und das muss gar nicht sein, finde ich. Sie sollten sich da ein bisschen mehr auf ihr Können auch auf diesem Regattagebiet besinnen und vielleicht nicht zu viel da, so, wir wollen jetzt, aber warum geht das jetzt hier nicht? Wir segeln hier jeden Tag. Mhm. Was ist das? Mhm. Und so sieht das so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber es ist nicht natürlich, was wir da sehen so richtig. Also immer so ein bisschen mit dem Hammer. Ja, na, mal gucken, wie sie sich in der nächsten Wettfahrt schlagen. Wir berichten ja auch darüber. Ich gucke gerade nochmal parallel. Wir hatten es gesagt, drei Gruppen sind unterwegs. Die rote und die blaue Gruppe segeln aktuell noch. Justus Schmidt und Max Böhme aktuell dort auf Rang 8 liegend. In der nächsten gelben roten Gruppe wäre in 9 Minuten. In 9 Minuten der nächste Start in unserer Gruppe. Ich schaue auch nochmal Peter Börling, Blair Tuke jetzt auch da, wo sie sich selbst sehen in der zweiten Wettfahrt, in ihrer zweiten Wettfahrt. Aktuell auf Rang 1, aber auch diese Wettfahrt läuft noch und in 9 Minuten der Start der gelben Gruppe, dann wieder unser drittes Rennen. Da sind wir ganz gespannt, wie die Crews das dann umsetzen, was wir auch gerade besprochen haben. Hoffentlich haben wir es gehört. Unsere beiden deutschen Crews, ja Mensch, vielleicht hat sie, ja, können wir gerne mal gucken aufs Leaderboard. Vielleicht hat ja auch irgendeiner zugehört und ist nach draußen gefunkt, Markus, deine Einschätzung. Ja, ich glaube, dass es noch relativ schwierig ist, weil das Rennen ja noch läuft von den anderen beiden Gruppen. Trotzdem, wenn man drauf guckt, wir haben jetzt, glaube ich, nur unsere Gruppe hier. Nee, Berlin Duke sind ja, ja okay, in der, nein, also Philipp ganz vorne mit 2 Ersten. Klar, haben wir gesehen. Ja. Berlin Duke 3 und 1. Kion McKenzie hat eine 0 damit drin. Das heißt, die sind da wahrscheinlich noch nicht gesegelt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwierig, das anzugucken. Wir sollten nach den 3 Rennen, wenn alle Gruppen durch sind, dort uns einen Überblick verschaffen, weil hier gibt es zu viel Verwirrung für die Zuschauer, wenn sie das nicht genau lesen können. So, aber wir haben gehört, der nächste Start in der gelben Gruppe ist gar nicht mehr weit hin. Also wir machen eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Kieler Woche TV 2019. Ich weiß schon, was Sie denken. Ein Elektroauto? Nee, das ist nichts für mich. Wahrscheinlich haben Sie sogar recht. Elektro hat zu wenig Reichweite. Kommt nicht durch den Winter. Mit Wasser kommt Elektrizität sowieso nicht klar. Und laden? Bestimmt viel zu kompliziert. Ja, ein Elektroauto ist vermutlich wirklich nichts für Sie. Oder vielleicht doch? It is not the hours, minutes or seconds that define us, but generations. It is the trust in our own abilities to persist, even through turbulence. It is the perfection which gives pleasure within seconds. This defines a Tutima, the watch collection from the Tutima family. Discover more at Tutima.com.
There's actually a way to improve on Gosling's slowly aged black seal rum. Added to Gosling's finely spiced ginger beer. Result? The trademark dark and stormy. Welche wird sie nehmen? Die? Die? Nee, das ist Sellerie. Rezepte wälzen, Chilis braten, in bunter Mischung auf Salaten, Pimientos kann sie zubereiten. Wow, so viele Möglichkeiten. Haben Sie nicht noch was vergessen? Sie können sie auch als Rohkost essen. Entdecke unsere frische Vielfalt, leckere Rezepte und tolle Tipps im Markt und online. Mehr Frische, mehr Ideen. Rewe, dein Markt. Was ist für uns eigentlich Heimat? Ist es einfach der Ort, an dem wir zufällig geboren wurden? Ein Ort in der Vergangenheit? Oder liegt Heimat eher in der Zukunft? Ein Ort, den wir gemeinsam gestalten, den wir beschützen, dem wir uns verpflichtet fühlen. Zu einer Heimat gehört das Land, gehören die Menschen, die sie bauen wollen und eine Zeitung, die sie zusammenbringt. Jeden Tag, Wort für Wort. Kieler Nachrichten. Wir verbinden die Region. Sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. They take our money but they won't take our soul. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest. Zurück bei Kieler Woche TV 2019. Markus Koy und ich sagen Hallo aus unserem gläsernen Studio hier im Olympiahafen in Kiel-Schilksee. Es steht an, das nächste Rennen in der gelben Gruppe, Tag 1 der olympischen Bootsklassen. Wir kümmern uns heute um die 49er und kleiner Ergebnisservice von den SAP Sailing Analytics. Justus Schmidt und Max Böhme, die in der roten Gruppe unterwegs sind, sind an ihrer zweiten Wettfahrt auf Rang 8 gelandet. Und dann schaue ich noch einmal kurz auf die blaue Gruppe. Dort tatsächlich Peter Burling und Blair Tuke, die Olympiasieger von Rio, aktuell auf Rang 1. Also die zählen wir ja ohnehin zu den großen Favoriten. Aber wir rechnen auch damit, dass unsere deutschen Crews nicht nur das Gold Race oder die Gold Fleet erreichen werden, sondern vielleicht sogar dann sich vorne platzieren können. Dafür müssen sie aber noch ein bisschen mehr anbieten. Ja, kleine Schippe müssen sie noch drauflegen. Das ist nicht so schlecht, was da gerade passiert. Das wird wahrscheinlich so gerade fürs Medal Race, für die Gold Fleet erstmal reichen. Aber die wollen mehr und die wollen in Richtung Top 10. Und sie müssen jetzt aufpassen, da darf man sich natürlich mal ein, zwei Ausrutscher erlauben. Das machen auch alle mal. Aber da darf jetzt nicht mehr so viel dazukommen. Wir sehen hier den AP-Wingpümpel. Das ist ja dir inzwischen auch schon ein Begriff, Alex. Ja. Der deutet eine Startverschiebung an. Da könnte eine Winddrehung der Grund für sein oder eine andere Gruppe, die noch nicht fertig ist auf dem Kurs. Und die müssen kurz abwarten, dass sie dort ins Ziel fahren. Können wir jetzt nur spekulieren. Aber ja, zunächst erstmal Startverschiebung. Nicht in 3 Minuten Start, sondern erstmal abwarten, was der Wettfahrtleiter dort vorhat. Aber das sehe ich selbst als Fachmann, es wird nicht daran liegen, dass zu wenig Wind da draußen ist. Nein, nicht zu wenig. Das wird eher eine Winddrehung sein und eine Anpassung des Kurses auf die Winddrehung oder eben eine Gruppe, die noch auf dem Kurs ist und dann eben hier diesen Start behindern würde. Nevin Snow und Dane Wilson sehen wir hier im Vordergrund. Die Amerikaner rechts am Bildrand, das sind die beiden Kieler, Max Stingele und Linov Scheel. Ich hatte es schon erwähnt, aber es kommen ja auch immer wieder Zuschauer dazu, die beiden vom Kieler Yachtclub, die bei den U23-Weltmeisterschaften in Marseille auf dem Olympiagebiet von 2024 Silber gewonnen haben. Da in der Bildmitte jetzt, das sind Tim Fischer und Fabian Graf mit der GER3, ja auch mit einem tollen Erfolg bei den Weltmeisterschaften in Aarhus im vergangenen Jahr.
Bronze gewonnen, die beiden. Also ein echtes Ausrufezeichen von dieser jungen Crew. 24 und 23 sind Tim Fischer und Fabian Graf Al. Trainiert werden sie im Übrigen von Max Greu. Ich kriege hier gerade 11 Minuten bis zum Start angezeigt. Bleiben hier mal ein bisschen drauf, dann sehen wir das. Ich sehe, glaube ich, die AP-Flagge nicht mehr. Kann das sein? Ja. Also, warte mal, ich gucke mal. Weg. Ja, sie ist weg. Das würde heißen, es sind jetzt noch 6 Minuten bis zum Start. Ja, in den SAP Selling Analytics gerade 10:46, ja. Aber das verändert sich. Wenn die AP-Flagge dann runtergenommen wird, heißt das 6 Minuten bis zum Start. Die sind dann also jetzt schon in der unmittelbaren Vorbereitung. Man sieht aber richtig auch die orangene Flagge auf dem Startboot, die weht da schon ganz ordentlich aus. Also der Wind wird nicht weniger, das ist ja auch die Vorhersage, dass er über den Tag immer weiter zunimmt. Wir haben da jetzt schon 15, 16 Knoten. Also es wird nicht einfacher, das Bootshandling dort sauber auszuführen und auch Kenterungen zu vermeiden. Wenn gleich 15, 16 Knoten für die Teams noch gut handelbar ist, aber der Wind kommt hier in Wellenbewegung übers Land und plötzlich mehr Druck oder auf einmal unerwartet mehr Druck kann eben schnell zu kippeligen Situationen an Bord führen. Genau, wir hatten es ja eingangs oder vielmehr du als Experte eingangs erwähnt, dass man sich so nicht so richtig ausruhen kann. Hier haben wir Tim Fischer und Fabian Graf auf diesem 49er, weil du halt ständig in Bewegung bleiben musst, um das Boot aufrecht zu halten. Genau, oder die Segel schlagen halt, was man auch nicht will, weil dann werden die Segel älter, sie altern mit jedem Mal schlagen. Hier die beiden in, ich würde sagen, so etwas wie Ausruhposition, ja, also trotzdem müssen sie die Schot in der Hand halten, da gibt es gar keine Klemme für und die Pinne müssen sie natürlich auch in der Hand halten. Also so richtig entspannt ist das nicht. Wir sehen es hier schon, die müssen immer wieder mit ihrem Körpergewicht reagieren. Jetzt haben sie da irgendwie ein bisschen wenig Fahrt gehabt, müssen sofort wieder aufstehen, das Boot zu zweit balancieren und dann eben die Wände fahren. Also immer Action und immer Ausgleichen der Bootsbewegung gefordert. Inzwischen, Markus, ist die Startzeit aber korrigiert worden. 4 Minuten sehen Sie dort auch eingeblendet. Also natürlich, was der Experte sagt, das hat hier auch Gültigkeit. Da fahren die beiden dann wieder in Richtung Ziel. Ja, noch 3:45 bis zum Start. Von wann an? Start in diesem Fall, Alex. Richtung Start, ja, also in diesem Fall Richtung Start, stimmt. Ja. Von wann an, wollte ich fragen, geht denn so die unmittelbare Startvorbereitung jetzt los? Also jetzt. Ja, schon. Jetzt fängst du schon vor 2 Minuten. Nein. Nein, also ohne Spaß, klar. Wirklich. Also mit dem ersten Signal, mit den 5 oder 6 Minuten, ist man wirklich im Startprozedere drin. Und da gibt es ganz viele Faktoren. Also ich muss den Wind beobachten. Dreht er in der Vorstartphase links oder rechts? Hat das einen Einfluss auf meinen Plan, den ich mir zurechtgelegt habe? Angenommen, ich wollte links starten und der Wind dreht 3 Minuten vorm Start 10 Grad rechts, dann könnte das alles wieder über den Haufen geworfen werden und ich muss rechts starten. Also man ist da in einer absoluten angespannten Situation und Beobachtungssituation. Man muss immer gucken, was passiert, wo kommt der Wind rein, passt meine Taktik noch, wie positionieren sich die anderen Gegner zu meinem Plan, den ich mir zurechtgelegt habe. Kann ich den Plan so dann trotzdem noch aufrechterhalten oder muss ich ihn anpassen? Also dort passiert ganz, ganz viel im Vorstart. Und umso aufmerksamer man da ist und umso schneller man auf kleine Änderungen reagiert, umso besser kommt man dann aus dem Start raus. So, jetzt werde ich nochmal mit meinem Halbwissen versuchen zu glänzen. Markus, an Bord des Startschiffes weht meines Wissens die Flagge U. Sehe ich das richtig? Siehst du genau richtig, ja. Das ist die verschärfte Startregel, die aber inzwischen immer benutzt wird, weil die vom World Sailing, das ist der Weltsegelverband, empfohlen wird, für alle Wettfahrtleiter diese Flagge gleich beim ersten Start hochzuziehen. Das heißt, ab einer Minute darf man nicht mehr über der Startlinie sein. Sollte man drüber sein, wird man disqualifiziert. Wenn der Start abgeht, sind alle Boote, die zum Zeitpunkt oder eine Minute früher über der Linie waren, disqualifiziert. Und nur bei einem allgemeinen Rückruf, wenn das ganze Feld zurückgerufen wird, dürften alle Boote wieder mitstarten. Das ist also die einzige Entschärfung zur schwarzen Flagge, bei der bei einem allgemeinen Rückruf die Boote, die drüber waren, disqualifiziert werden für das Rennen. Genau, und das ist diese rot-weiß karierte Flagge gewesen, Flagge U. Du wolltest ja noch das Fahnenalphabet lernen, Alex. Ja, ich bin dran. Genau. Ich bin dran und wir erinnern uns ja vielleicht an die, wenn du dich erinnerst, auch an die Wettfahrten der 29er, wo wir, glaube ich, 4 Startversuche hatten, wo dann am Ende auch die schwarze Flagge gehisst worden ist. Ja, wir sehen hier nochmal auf dem Wasser wieder diese
angesprochenen Windunterschiede von mir. Die unterschiedlichen Färbungen, Schraffierungen auf dem Wasser deuten diese Böen an. Und wie gesagt, die muss man lesen, die sollte man lesen und für sich umsetzen. 1,16 noch zum Start. Hier sehen wir sowas zum Beispiel. Dort fährt ein Boot aus seiner ursprünglichen Position, ein US-Team, heraus und kommt wieder an einer anderen Stelle hinein, weil sie ihren Plan geändert haben. Sie haben vielleicht eine Veränderung im Wind oder in der Böe auf dem Kurs gesehen und fahren von ihrer Position weg und sortieren sich neu ein. Das nächste Team, hier die Briten, die entscheiden, es wird uns zu eng, da noch am Legay, am orangen Schlauchboot an der Leeseite der Startlinie reinzukommen. Zu riskant, wir fahren hier raus und fahren einen Steuerbordstart. Ich suche gerade mal die beiden Phillips-Brüder aus Australien, Australien 66. Die wollen wir schauen. Wir gucken auf GR3, auf Tim Fischer und Fabian Graf und auf die beiden Kieler, auf Max Stingele und Linov Scheel. Die haben wir hier im Bild. Nein, das sind Tim Fischer und Fabian Graf, die genau. Stingele Scheel mit GR911. 22 Sekunden noch bis zum Start. Die Deutschen jetzt mit einem anderen Ansatz beim Start, deutlich weiter in Luv. Haben sich entgegen ihren Lee-Start entschieden, den sie schon zweimal gefahren haben, der zweimal nicht richtig aufgegangen ist. Die Boote sind sehr dicht an der Linie, muss ich hier sagen. Da fehlt nicht mehr viel in vier. Ja, und da war der Start. Wir haben es nicht genau gesehen. Ich denke, dass der sauber war. Und die Deutschen diesmal ganz oben, also rechts in diesem ganzen Pulk mit dabei. Ich denke, sie wollen auch auf die rechte Seite hinaus. Das ist der Grund, warum sie da oben starten. Vielleicht können wir uns nachher nochmal eine Wiederholung aus dieser Drohnenperspektive anschauen vom Start. Ich habe noch mal eine Frage zu den Neuseeländern, was sie da gerade versucht haben. Können wir nachher nochmal machen? Ja, können wir gerne drüber reden. Sobald wir die Bilder bekommen. Neuseeland 18, kein guter Start. Also die fahren da in den Abwinden mit. Die vorausfahrenden Boote verlangsamen sie. Die werden da jetzt Meter um Meter verlieren auf die vorausfahrenden Boote. Und müssen sich jetzt irgendwann überlegen, dort rauszuwenden. Da kommt die Wende. Ja, für die beiden alles andere. Guck mal, hier kommen sie nämlich von unten. Da sind sie. Was hatten sie da für einen Plan? Ja, also das ist, da habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ein Steuerbordstart. Sie haben versucht, einen Steuerbordstart zu fahren. Das geht aber nur auf, wenn ich da irgendwie durchkomme und nicht zu viele Boote mit Vorfahrt auf Backbord kommen und ich ganz, ganz weit abfallen muss. Und da haben sie dann den Plan geändert, haben gesagt, da sind zu viele. Wir müssen hinter so vielen Booten durchfahren. Wir verlieren so viele Meter. Wir fahren erstmal die Wände, wohl wissend, dass sie da in den Abwinden fahren. Und aber dann wieder rauswenden. Ist immer ein bisschen verwegen fast schon. Risikobehaftet, der Steuerbordstart. Wenn er gut geht und ich nach rechts will, ein sehr ordentliches Mittel, schnell aus dem Start auf die rechte Seite zu kommen, ohne die extra Wende zu fahren. Mhm. Deswegen ist der so beliebt im 49er. Findet man ganz selten in anderen Bootslasten, dass Steuerbordstarts gefahren werden. Und wenn man jetzt gerade sieht, wie drastisch die beiden quasi echt abbremsen mussten mit der Wende, das ist nicht aufgegangen, dieser Plan, den sie hatten. Wir sehen dort aber, dass der Plan der Phillips-Brüder schon wieder ganz gut zu funktionieren scheint. Genau, absolut. Die sind da schon wieder ganz vorne mit dabei. Also die haben hier den Dreh raus einfach so ein bisschen im Moment. Und wenn es läuft, dann läuft es auch. Wenn man sich wohlfühlt, die Dreher erkennt, dann geht das von alleine nach vorne, selbst wenn der Start mal nicht so gut war. Ich bin gespannt, ob sie hier nochmal einen ersten fahren könnten. Das wäre natürlich dann sehr, sehr dominant, sehr souverän und locker gemacht von denen. Vielleicht eben die angesprochene Lockerheit von den beiden, die dafür eben ausschlaggebend ist. Bart Lambre und Pim van Vugt aus den Niederlanden hier im Vordergrund mit der 194, die über die linke Seite fahren, die wir jetzt hier groß im Bild haben, aktuell in Führung liegend, aber dicht dahinter die Verfolger aus Belgien, aus Großbritannien, aus Australien, also noch sehr dicht zusammen dort das Feld auf dieser Startkreuz. Dort im Hintergrund sehen wir die beiden deutschen Crews links, das sind Stingele Scheel und rechts daneben gerade etwas verdeckt Fischer Graf. Und ich schiele hier nochmal ein bisschen mit einem Auge auf die SAP Sailing Analytics. Fischer Graf fahren aus, da haben wir sie im Bild, sind seit dem Start nicht gewendet und fahren jetzt lang auf die linke Seite hinüber. Aber nicht aus einer Lee-Position, sondern etwas weiter aus Luv. Das erklärt sich mir nicht so ganz, dann hätten sie auch in Lee starten können. Da haben wir sie, große Bild. Ja. Richtig tolle Bilder hier. Ja, die beiden arbeiten da. Sieht ganz entspannt aus, wenn man die Bilder so sieht, ist es aber absolut nicht. Alex, wenn du da stehen würdest, du würdest da gar nicht mehr stehen. Sagen ja, so rum. Ja. Woher weißt du das eigentlich, Markus? Das muss man üben, das ist eine Riesenbalance-Sache. Die Wende war nicht gut, der Schwimmer komplett im Wasser gewesen, das Boot sehr abgebremst.
Jetzt fahren Sie rüber zur rechten Seite. Da haben wir Sie von außen gerade noch mit der Onboard-Kamera. Tim Fischer, rechts der Steuermann Fabian Graf, sein Vorschoter. Bronze bei den vergangenen Weltmeisterschaften, wie gesagt, in Aarhus gewonnen. Also mit Potenzial nach ganz oben, da waren Sie mitten in der Weltklasse angekommen bei der WM. Hier Stingele Scheel. Und ganz hier unten nach wie vor die Niederländer mit dem Vorsprung auf die übrige Konkurrenz. Und wir fliegen wieder auf die rechte Kreuzseite. Ja, ganz interessante Entwicklung. Wir haben jetzt hier wirklich so einen 50-50-Split des Feldes. Hälfte nach rechts, Hälfte nach links. Zeigt so ein bisschen, dass die ganze Flotte nicht so genau richtig weiß, welche Seite nun irgendwie funktioniert. Wir hatten die linke, wir hatten die rechte. Normalerweise zeichnet sich das ein bisschen deutlicher ab, vor allen Dingen, wenn die ersten zwei, drei Rennen gefahren sind. Aber das spricht einmal mehr für den doch sehr drehenden Wind, der hier übers Land, übers Regattazentrum Kiel-Schilksee auf die Regattabahn weht und dadurch auch immer wieder abgelenkt wird von Bäumen, von Gebäuden. Da gibt es viele Verwirbelungen. Also das ist nicht einfach, mit solchem Wind dort umzugehen. Aber wir sehen immer wieder, dass es Teams gibt, die es besser können und welche, die es nicht so gut können. Aber die Deutschen jetzt erstmal mit dabei. Das finde ich eine ganz gute Position, als Achter da an der Lufthunde anzukommen. Da kann man auch versuchen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Aber der Weg ist nicht zu weit. Ich finde das aber auch ganz gut für die Spannung, wenn jetzt nicht schon wieder ein oder zwei Crews sich da einen riesen Vorsprung erarbeitet haben, sondern jetzt sind sie wirklich mal dicht beieinander hier in dieser dritten Wettfahrt. 49er, gelbe Gruppe, Tag 1 bei den olympischen Klassen dort hinter den Briten. Das sind Tim Fischer und Fabian Graf. Vor ihnen Rory Hunter und Sam Batten, die Briten. Und ganz links die Weltranglisten Ersten ebenfalls aus Großbritannien. James Peters und Finn Starrett und Stingele Scheel, die haben wir zwar gerade nicht im Bild, werden hier aber aktuell auf Rang 4 liegend in den SAP Analytics gelistet. Ja, die Segelnummer ist übrigens immer die derzeitige Platzierung in der Weltrangliste. Das ist im 49er so vorgeschrieben. Also die beiden deutschen Fischer Graf sind an 3 der aktuellen Weltrangliste. Nee, an der letzten Weltmeisterschaft. Entschuldigung, da habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt. Nein, dritter Platz bei der letzten Weltmeisterschaft. Das fahren sie dann eben auch als Segelnummer. Hast gleich auf meinen kritischen Blick gerade reagiert. Genau, habe ich gleich gesehen. Du merkst, dass da was falsch ist. Ja, das merke ich ja recht selten, aber in diesem Fall. Die Deutschen in keiner leichten Position. Sie fahren da so ein bisschen in den Abwinden, müssen sich dabei jetzt unbedingt behaupten in der Gruppe. Weil der Wind gerade links dreht und das wollen sie weiter mitsegeln. Ja, das haben sie gut gemacht. Da sind sie jetzt richtig ein bisschen rausgekommen auch. Sehr guten Speed da generiert. Sah vorher noch so ein bisschen so aus, als wenn die Engländer es schaffen, da bei ihnen oben drüber zu fahren, ihnen den Wind wegzunehmen. Aber die Deutschen jetzt sehr gut dort aus der Situation herausgekommen, sich sehr gut befreit. Und so ein bisschen mehr über die Mitte kommen die Kieler Max Stingele und Dinov Scheel. Na, da wird es jetzt ganz interessant, weil jetzt kommt dieses Zusammentreffen wieder. Linke Seite, rechte Seite. Die Boote von der rechten Seite haben Vorfahrt, haben den Backbordbug. Und die Boote von links mit Steuerbordbug müssen sich einsortieren. Entweder schaffen sie es vorne durchzufahren, eine Lehwende zu fahren oder hinten rumzufahren. Das sind die drei Optionen, die ich dann da habe. Hier ist so eine Zusammenkunft. Die Belgier kommen vorne durch. Links im Bild die Deutschen. Ich bin gespannt, wie sie da, Fischergraf, wie sie oben ankommen, wie sie sich dort durchsetzen können, an den Booten vorbeikommen von rechts. Vielleicht sogar noch mit einem kleinen Linksdreher, der ihnen helfen würde. Das sieht aber gut aus im Moment. Und Stingele Scheel sind so ein bisschen unterhalb dieser Gruppe, gerade nicht im Bild, aber die sind auch noch gut dabei. Ja, besser als Fischergraf. Ja, noch. Besser. Da sehen wir richtig, wie es hier unübersichtlich wird. Die Boote werden jetzt immer enger zusammenkommen, weil sie natürlich alle um eine Tonne fahren wollen. Das könnte gleich aber richtig spannend werden dort an der Lufthonne. Könnte richtig eng zur Sache gehen. Dort sehen wir in der Bildmitte Stingele und Scheel vom Kieler Yachtclub. Ja, wir haben so eine ähnliche Situation wie im ersten Rennen. Wir haben die ersten 14 Plätze sind innerhalb von 30 Metern. Das ist fast gar nichts. Also gleich das Ende der Startkreuz wollen wir sehen. Die Spanier, die sind da auch auf einmal wieder mit von der Partie. Haben sie da das letzte Rennen gewonnen? Die Spanier? Die Australier haben zwei Rennen gewonnen, aber die Spanier waren lange Zeit in Führung. Genau, die haben sie überholt, Entschuldigung. Die waren vorne mit dabei und jetzt auch wieder vorne mit dabei. Also sehr gut.
Diego Botin und Iago López Marra. Hier scheint die erste Kreuz zu liegen. Oh, ja. Das ist auch nochmal ein heißes Manöver jetzt hier. Kommen Sie da wirklich vorne durch? Wieder wenden, ja, da werden wahrscheinlich ohne Fahrt jetzt leider noch die Tonne berühren und ganz, ganz viele Boote verlieren. Und auch im Weg liegen ein so ein bisschen. Typischer Fehler zu sagen, ich will noch unter den ersten wenden und meine erste Platz verteidigen. Komme in Riesenprobleme damit. Ja, ja. Anstelle hinter dem durchzufahren und ganz sauber als Zweiter rumzugehen. Das ist einfach nicht angebracht. Jetzt kommen sie gleich noch gegen die Tonne, müssen noch einen Kringel fahren. Also. Ja, das war nicht geschehen. Leider viel zu oft und ist immer wieder ein gern genommener Fehler, da zu viel Risiko einzugehen an der Louvre-Tonne hintenrum als Zweiter. Es geht da nicht um erste Plätze, es geht darum, eine gute Gesamtserie zu fahren. So, wenn ich jetzt gleich mal gucke, wo die beiden gelandet sind von zwei, dann wissen wir, warum das so teuer ist. Also das wird sicherlich auch nochmal Thema sein am Ende der Wettfahrt. Was machen Sie jetzt? Jetzt versuchen Sie noch auf die rechte Seite, auf die rechte Vorwindseite. Ja, da kommen halt ganz viele Boote. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich noch eine Kenntnis. Oh, Wahnsinn, was da schon wieder passiert. Sie luven da hoch. Wo wollen Sie denn hin? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Reißen die Gegner um und fallen selber noch um. Meine Güte. Alles völlig außer Kontrolle. Also, man sieht, was für ein kleiner Fehler, was für Folgen der nach sich ziehen kann an der Luftkunde, also, Alex. Ja, aber echt. Hier wäre natürlich nicht passiert, aber ich habe in dem Moment gedacht, als sie da die Wende in Lee fahren, das geht nicht gut. Diego Botin und Iago López Marra, das ging jetzt aber mal richtig schön in die Hose, gerade noch auf Rang 1 liegen. Da sagtest du noch, die Startkreuz scheint ihnen zu liegen, aber kaum hast du es ausgesprochen, ging es eigentlich bergab und jetzt liegen sie im Wasser. Also eine fast komische Situation schon. Also ich weiß nicht, warum sie da so hochgeluft haben und dann zwei andere Boote auch noch fast mitgekentert haben. Ich habe den Sinn gar nicht da drin gesehen. Oh, und hier geht's nochmal ordentlich zur Sache. Die müssen da ausweichen, müssen um die Boote rumfahren. Kommt schon fast wieder zu einer Kenterung. Nee, also selbst als der Gernacker dann endlich oben war, genau, haben sie immer noch keine Ruhe ins Boot gekriegt, nur ihre Entscheidung. Und ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr gucken, wo das zugeführt hat. Da sind jetzt so viele Plätze, wenn sie nicht sogar letzter sind momentan. Ja. Also kleiner Fehler, große Auswirkungen. Also echtes Malheur dort für die beiden Spanier, die so aussichtsreich in Führung da gelegen hatten. Aber das ist jetzt mal schön nach hinten gegangen. Ganz nach vorne allerdings geht es weiterhin. Und die sind dann auch, wenn Sie sich erinnern, an der Lufttonne schön an den Spaniern vorbeigezogen. Für diese beiden hier aus den Niederlanden, Bart Lambre und Pim van Vugt. Mhm. Ich hoffe, die Spanier können sich da jetzt wieder ein bisschen berappeln und wieder reinkommen, das ganze Thema. Also da ging ja echt einiges schief und kann natürlich auch intern dazu führen, dass sie sich dann so ein bisschen, warum ist das passiert? Warum hast du gesagt, ich soll da wenden? Warum hast du da gewendet? Wie rum auch immer das geht. Ich hoffe nicht, kann natürlich zu ganz viel Konflikt an Bord führen und ganz viel emotionalen Situationen. Da ist also ordentlich Dampf an Bord und ich hoffe nicht, dass denen die Nieten aus dem Kessel fliegen. Und ich hoffe auch, dass sie sich da kein Beispiel an den Russen im 29er nehmen werden. Dort hat es richtig einen kleinen Kampf gegeben zwischen den beiden. Und der eine Vorschot, der ist dann von Bord gesprungen, hat gesagt, mach dann Quatsch doch alleine. Also hoffen wir mal, dass die beiden Spanier dort jetzt an Bord bleiben. Und vielleicht macht ja noch irgendwo jemand ein Fenster auf und dann kommt noch ein bisschen eine Privatböe. So wie wir es hier sehen, also die beiden mit ordentlich Druck unterwegs da auf dem Kurs. Der Wind hat noch mehr zugenommen. Das wird auch jetzt immer anspruchsvoller, da draußen zu segeln. Wir sind jetzt schon bei 16, 17 Knoten und die haben schon alle Hände voll zu tun, die Männer dort, die Boote über den Parcours zu bewegen. Fischer Graf, wir gucken hier einmal rein, an 8. Irgendwie sortieren sie sich da so ein. Also vielleicht sind sie auch gerade nicht zufrieden, probieren Material aus, haben einen anderen Mast. Meistens, wenn man da konstant in der Region fährt, hier kommt erstmal das Lethorn-Manöver von den Holländern, das sieht nicht... Ah, okay, da kommt die zweite Tonne, das sieht gut aus. Entschuldigung. Da gehen sie jetzt rum, da muss es jetzt an den Wind gehen und da muss man immer durch eine Zone, da versuchen sie immer sehr schnell durchzufahren, das nennen die Segler selber die Danger Zone, wo man vom Vorwindkurs, auf dem man abfällt, wenn das Boot zu kentern droht, auf den Amwindkurs fährt, wo man dann anlufen würde, wenn das Boot drohen würde zu kentern und da muss man immer durch. Das ist ganz, ganz schwierig an der Lehtonne sowie an der Lufttonne. Dort haben wir im Vordergrund Yannick Lefebvre und Tom Pelsmakers aus Belgien auf Rang 2, ersten Verfolger der Niederländer, die gerade auf der Vorwindstrecke schon zu viel Krängung, ganz schön Vorsprung gearbeitet haben. Ja, die Briten hier zu viel Krängung. Das Boot wird ganz, ganz langsam in der Tonnenrundung dabei. Haben sie selber gemerkt, glaube ich. Aber ein kleiner Schritt, ein kleiner Balancefehler führt eben gleich zu solchen großen Auswirkungen. So, da kommen Tim Fischer und Fabian Graf. Mit der Halse. Gucken wir, ob das gut ausgeht. Ja, haben sie gut hingekriegt. Ins Trapez, groß. Segel dicht nehmen, ja, saubere Tonnenrundung. Also
kein Thema für die beiden hier. Und dich dahinter, Max und Will Phillips, die Australier, die sich jetzt für die rechte Seite dort entschieden haben. Die Sieger der ersten beiden Wettfahrten. Hier links jetzt Fischer Graf. Ja, und die haben da richtig zu kämpfen mit den Bedingungen. Also mussten da richtig ihr Boot unter Kontrolle bringen, genauso wie die Australier und die Neuseeländer hier. Hier ist also einiges los. Hier geht es jetzt richtig zur Sache hier unten. Da müssen die Gennaker geborgen werden. Man muss wirklich den Kopf aus dem Boot bewahren. Und da gibt es eine Kenterung, nehme ich an. Die Finnen kentern und die anderen müssen draußen rumfahren. Wahnsinn, was hier schon wieder los ist. Wir gucken, ich gucke mit einem Auge. Noch ein Boot und die müssen ausweichen. Da wird wieder eine Kenterung geben. Die Polen konnten also gerade eben noch die Balance halten. Mit der 19 hier vorne. Ein äußerst ungünstiger Platz zu kentern, dort an der Lehtonne. Wir sehen, das sind auch ganz durchgekentert, was auch schwierig sein könnte, weil sie dann eventuell mit dem Mast... Und dann könnten sie sich den Mast abbrechen. Das wollen wir nicht hoffen, wollen wir ihn auch nicht wünschen. Ja, also warum können sie sich den Mast abbrechen? Weil dort eben die Wassertiefe nicht so hoch ist. Und wenn das Boot ganz durchkentert und der Mast nach unten zeigt, könnte es auf den Grund schlagen, das Rig, und dabei auch kaputt gehen. Ich gucke die ganze Zeit, wo unsere beiden Bruchpiloten aus Spanien liegen. Ich glaube, da ist erstmal ganz hinten, relativ weit nach vorne. Ja. Ich glaube auch, dass die ganz hinten... Auf 25, ja. Das wäre dann aber hinten, und zwar mit gleich 2000 Meter Abstand. Also ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja, aber das ist die gute Nachricht, Glück im Unglück sozusagen, sie haben die Möglichkeit, einen Streicher zu setzen. Den werden sie natürlich dann erstmal für diese Platzierung nehmen. Absolut richtig, aber noch mal kurz zurückdenken, warum? Warum müssen sie dafür jetzt einen Streicher nehmen? Nicht, weil sie irgendwie schlecht gesegelt sind, sondern weil sie einfach eine situative falsche Entscheidung getroffen haben und da zu viel Risiko genommen haben. Sie wollten den ersten, hätten den zweiten ganz sicher gehabt. Ja, das war wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dann am Ende dazu geführt haben, dass die beiden Spanier sogar gekentert sind. Aber hier. Genau, zurück, man kann immer auf die falsche Seite fahren. Ja. Man kann sich für die falsche Seite entschieden haben. Das passiert beim Segeln, das passiert jedem Segler. Aber dafür gibt es dann diesen Streicher auch und den kann man dann nehmen. Wenn man jetzt aber aufgrund so einer blöden Fehlentscheidung den Streicher nehmen muss, dann hilft das in der Serie natürlich nicht besonders. So, dort in der Bildmische Tim Fischer und Fabian Graf, hier links unten, das die beiden Führenden aus den Niederlanden und Belgien, dann James Grummet und Daniel Budden aus Großbritannien auf 3 und die beiden Deutschen, das wechselt so ein bisschen, weil auch Takahashi, Koizumi, Donald und Hunter und Betten, ich habe einen Japanischkurs belegt, ich kann die aussprechen, bei der Aussprache merkt. Alle noch eng beieinander sind, aber Tim Fischer und Fabian Graf jetzt 5, 6 so ungefähr, also das... Und ich bleib trotzdem dabei. Sieht gut aus. Ja, also die reine Platzierung sieht gut aus, habe ich dir recht. Aber schon wieder irgendwie so ein bisschen entfernt vom Feld. Und es tut mir leid, wenn ich das sage. Und ich will die beiden da ja auch nicht zu sehr mit angreifen. Aber ich sehe noch nicht so richtig die Konsequenz. Es ist immer so ein bisschen links, mal rechts gucken. Immer wieder entfernt von der eigentlichen Gruppe, in der sie segeln. Mit größeren Angriffen. Also ich bleib dabei, mir gefällt das noch nicht ganz so gut. Und ich hoffe, die werden jetzt mehr und mehr in ihren Tritt hier kommen und die Kieler Woche dann auch für sich erfolgreicher und natürlicher auf dem Wasser gestalten können. Aber die Wettfahrten zeigen auch, es ist wirklich alles möglich. Sie erinnern sich dann vielleicht auch an den Vorsprung, den die Niederländer sich gerade schon erarbeitet hatten auf der Vorwindstrecke, die sie sehr gut gefahren sind. Und die Belgier sind jetzt schon wieder dran. Das heißt natürlich auch, dass die beiden hier, dass Tim Fischer und Fabian Graf noch Luft nach oben haben und der Boden gut machen können. Hast du absolut recht, aber wenn ich mir jetzt gerade diesen pendelnden Wind angucke, dann sind wir in der Linksphase gewesen. Die beiden sind auf der linken Seite und jetzt kommt die Rechtsphase. Und sie haben eben viele Boote rechts von sich und die haben jetzt eine Riesenchance, da anzugreifen. Wir sehen es in dem Moment, passiert auch das Gleiche im Klassement. Da haben wir die beiden im Bild. Das bestätigt so ein bisschen mein Bild wieder. Also immer weg von dem Pulk, nicht irgendwie im Kleinen dort Boote überholen, sondern immer versuchen, mit dem großen Angriff 5 auf einmal zu bekommen. Geht meistens schief, leider. Ich finde das ja super, ne? Guck mal, diese Live-Bilder, sie unterhalten sich da, treffen Entscheidungen gemeinsam von Bord, diese Onboard-Live-Kamera von Tim Fischer und Fabian Graf. Fabian Graf links im Bild, der Vorschoter da hinten mit der Sonnenbrille, das ist Tim Fischer. Ja. Und hier sieht man toll, wie sie über dem Wasser im Trapez hängen.
fantastische Bilder. Ich würde ganz kurz das Unterhalten ein wenig korrigieren. Sie unterhalten sich bestimmt nicht über die Nachrichten, sondern wenn überhaupt, kommunizieren sie miteinander und tauschen die eingelernten Informationen miteinander aus. Und da ist auch wichtig, dass da nicht zu viel kommt, weil sie ja auch noch viele andere Sachen haben, auf die sie sich konzentrieren müssen. Und das macht ein gut eingespieltes Team auch aus, dass sie wissen, welche Informationen sie voneinander brauchen, um gut zu segeln. Wo war jetzt nochmal der Unterschied zwischen unterhalten und kommunizieren? Ja, unterhalten ist mir zu lapidar. Ah, okay. Ich werde jetzt von jetzt an mit dir auch nur noch kommunizieren übrigens. Ja, schade. Das finde ich dann wieder ein bisschen förmlich. So, jetzt schon auf, na, Sie sehen es, es wechselt. Ich wollte gerade laut aufschreien sagen, schon auf 4, aber die sind da alle noch eng beieinander. Also da ist noch eine Chance für die beiden. Konkurrenz dicht zusammen, bisschen ja. Abstand für Niederlande und Belgien vorne. Da ist immer die Chance, aber die Chance wandelt sich auch immer ganz schnell wieder, weil sie sich immer relativ weit von ihrer Gruppe entfernen. Das ist das, was ich immer wieder anspreche. Ja. Und was dort immer einen gewissen Risikofaktor reingeht. Ich freue mich, wenn es gut geht, aber die Gefahr, dass es auch andersrum geht, ist eben in meinen Augen immer wieder zu groß. Da sind wir groß auf Ihnen in der 3D-Animation. Links von Ihnen, dort fährt die Führungsgruppe, angeführt von Lambré van Vugt. Genau, und wir sehen aber wieder, Sie sind eigentlich von dem Feld weit weg. Ja. Sie haben jetzt momentan noch einen Linksdreher, der Sie bevorteilt. Drücken wir mal die Daumen, dass der noch in den nächsten 2-3 Minuten durchsteht, Alex. Ja. Dann haben Sie durchaus die Chance, wieder ganz vorne in der Führungsgruppe zur Tonne zu kommen. Wenn der Wind sich umentscheiden sollte und langsam anfängt, rechts zu drehen, sieht das nicht mehr so gut aus für Fischer Graf. So, Wände von den führenden Niederländern haben dort sicherlich schon die Anlegelinie überfahren zur Lufttonne. Die Belgier machen es ihnen nach. Lefebvre Pelz Mekers dort auf 2. Erster Verfolger der niederländischen Crew, Lambré van Vugt. Ja, der Wind bleibt links. Ich sehe ihn noch links bei mir in den SAP Sailing Analytics. Das begünstigt Fischer Graf. Guten Speed haben sie da auch. Das zeugt davon, dass sie dort ein Druckfeld auf der linken Seite haben. Das könnte diesmal wirklich aufgehen für die beiden. Und dann hätten sie ja 2 ganz gute Wettfahrten dabei und eine nicht ganz so gute. Also damit würden sie wahrscheinlich am Ende des Tages ein bisschen zufriedener sein, als wenn sie jetzt nochmal einen 10. mitnehmen müssten. So, Gallagher-Manöver bei den führenden Niederländern. Pim van Vugt ist da am Arbeiten und der Gallagher steht. Genau, aber man hat auch wieder gesehen, was für eine Abstimmungsarbeit dort erforderlich ist. Der Vorschulter geht rein, da muss der Steuermann mit reinkommen, um das Boot so auszubalancieren. Dann geht der Gallagher hoch und hier die Deutschen. An 3 gehen sie um die Tonne vor den Briten noch. Der Linksdreher hat durchgestanden. Oh, keinen Scheiß machen jetzt, Jungs, da. Fast noch nach Luf umgekippt in dem Manöver. Haben sie jetzt in den Griff bekommen. Komm, bringt den Gallagher zum Aber Stehen. Aber auf Rang 3 jetzt schon die beiden. Und jetzt, da kommt mir die Halse. Oh, das ist mir alles immer ein bisschen zu fischig. Ich fieber hier richtig mit. Ja, wirklich. Oh. Also, aber immerhin jetzt schon auf Rang 3, aber die Verfolger, da haben wir nochmal die Wiederholung von dem Manöver von den beiden. Ja, den Luftschwimmer da, den Luftflügel ins Wasser gezogen, das bremst erstmal ab. Der Gallagher, der Vorschuh, der den Gallagher hochzieht, muss abwarten, muss auch erstmal wieder das Boot mitbalancieren und zieht dann erst ein bisschen später den Gallagher hoch. Dann haben sie ihn oben und dann kommen aber schon die Verfolger, die sich drauf und dran machten, bei denen in Luft drüber zu fahren und sie sind dann direkt weggeheizt, aber... Ja, aufgrund des etwas schlechteren Manövers schon wieder in Bedrängnis gekommen, sozusagen. James Peters und Finn Starrett dort auf Rang 3, die Weltranglisten Ersten, auf 2 Lefebvre Pelsmakers und auf Rang 1 Bart Lambré und Pim van Vugt. Wie ich gerade einen kleinen Hinweis von unserer Kollegin Wilke Jansen aus der Regie bekommen, die Niederländerin ist, dass der Mann Pim van Vugt heißt. Und ja, dort haben wir ihn rechts im Bild. Vugt! So, und wir sehen hier eingeblendet R3 Yellow, also das dritte Rennen der gelben Gruppe, Leg Number 4. Und was sagt dir das, Alex, dass wir auf dem 4. Schenkel jetzt hier in diesem Rennen sind? Das sagt mir als absoluter Segelexperte, dass wir auf der 2. Vorwindstrecke in Richtung Ziel sind. Genau. Wir sind kurz vorm Ziel und hier sind die Holländer, die jetzt die letzten Meter genießen können. Es ist nicht mehr so weit. Wir werden sich freuen über ihren Tagessieg. Wir haben es gut gemacht. Und hier sieht man wieder eine schöne Studie von dem 49er, wie er übers
Wasser fliegt, fast fliegt. Er berührt es immer wieder zwischendurch, aber teilweise hebt er sich auch ganz aus dem Wasser bis auf das Heck ein paar Zentimeter noch drin. Lambrier van Vught. Und sie haben sich diese Führung ja erarbeitet an der ersten Lufttonne, als eigentlich die Spanier vor ihnen gelegen hatten, die dann aber, was wir hinlänglich besprochen haben, ja auf den letzten Platz zurückgefallen sind. Und seitdem haben die beiden Niederländer hier diese Führung nicht mehr hergeschenkt und werden sicherlich auch sie nicht mehr abgeben bis in Richtung Ziel. Hier tolle Aufnahmen. Abwarten, abwarten. Wir haben 15 Meter zwischen den beiden. Das ist nicht viel. Wo sind die Belgier? Hier haben wir 129 angezeigt. Okay, da habe ich eine andere Information. Aber wenn ich jetzt hier... Momentan, zumindest in diesem Bild, sind sie allein auf weiter Flur unterwegs. Genau, genau. Da gebe ich dir auch recht. Die sind dort in kontrollierender Stellung zu den Belgiern, haben sich da gut positioniert. Also alles richtig gemacht. Da wird doch nichts mehr passieren können, wenn sie jetzt nichts falsch machen. So, aber um Platz 3 kämpfen Peter Starrett und Fischer Graf. Takashi Koizumi sind auch noch mit von der Partie. Absolut. Im Moment ziehen sie eher den Kürzeren, die Deutschen, auf dem, beim Kampf um Platz 3. 4 können sie im Moment behaupten. Die Briten haben sie oben bei diesem Manöver, was so ein bisschen schief gegangen ist bei ihnen, haben sie überholt. Ja. Und bis jetzt haben die Deutschen es nicht geschafft, da wieder dran vorbeizukommen. Das ist ja auch immer der schwierige Prozess. Lieber warte ich auf die Fehler der anderen und kann dann angreifen und überholen. Das ist ja das, was ich immer wieder mit dieser Kleinraumtaktik meine. Als dass ich selber Fehler mache oder Fehler zulassen würde. So, die letzte Halse von Bart Lambrée gerade gefahren und Pim van Vught. Glückwunsch also zum Sieg in dieser dritten Wettfahrt. Souveräne Vorstellung der beiden Niederländer, dürfen sich hier freuen über den Erfolg, über Platz 1. Und hier kommt der Zweitplatzierte, die Crew aus Belgien, Yannick Lefebvre und Tom Pelz, Makers. Die beiden also auf 2. Jetzt gucken wir mal tatsächlich, wer dort... Peters, Starrett oder Fischer und Graf? Wer kann hier als nächstes über die Ziellinie fahren? Die beiden trennen nur ein paar Meter, da kommen die Briten. Ja. Ich sehe nichts von den Deutschen, also hier... Peter Starrett, die Weltranglisten Ersten, also auf 3. Ja, wo sind die Deutschen? Wo sind Tim Fischer und Fabian Graf? Da kommen sie. Vierter Platz, also ihr bestes Ergebnis am heutigen Tag. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Und absolut. Ein Fünfter, ein Vierter und ein Fünfzehnter. Es ist erstmal okay für den ersten Tag. Ja. Also damit können sie, glaube ich, leben. Sie werden das nochmal ein bisschen analysieren, was heute da passiert ist und was sie vielleicht dann auch anders machen können. Oder... einfach durch den Prozess, dass sie das alles so erlebt haben, wie sie es erlebt haben. Vielleicht können sie dann auch einfach morgen schon Kleinigkeiten ändern und dann da besser wieder reinkommen. Und wir halten aber auch fest, dass die beiden Australier, Will und Sam Phillips, diesmal nicht gewonnen haben, sondern die sind hinter Fischer Graf auf Rang 5 gelandet. Aktuell der Streicher bei 2 ersten Plätzen. So, und wir schauen nochmal zusammen mit Markus Koy auf die Analyse dieser dritten Wettfahrt, gewonnen von den beiden Niederländern Lambrée und Van Vught. Ja, und da schauen wir einmal mal rein. Ich habe gerade nochmal selber nachgedacht. Phillips hatten ja in den Rennen zuvor immer die geringste Distanz und das war der erste Wert, wo ich gerade hingucke. Sie haben die längste Distanz jetzt. Also da ging das nicht so ganz auf, wie das sonst zurechtgelegt haben. Fischer Graf, die kürzeste Distanz. Das heißt, scheinbar haben sie die Dreher ganz gut getroffen, aber ihre Durchschnittsgeschwindigkeit ist nicht so gut wie bei den Führenden und deswegen konnten sie da auch nicht ganz rankommen, obwohl sie 200 Meter weniger gesegelt sind als der Führende. Der Führende aber fast einen halben Knoten schneller in der Durchschnittsgeschwindigkeit und das ist richtig, richtig viel in der Topgruppe dort. Also da können Sie doch mit zufrieden sein, Tim Fischer und Fabian Graf, mit diesem vierten Platz. Drei Gruppen fahren ja hier auf der Förde ihre Wettfahrten. Sie hier in der gelben Gruppe fahren. Wir hatten Ihnen ja vorhin immer schon mal ein paar Ergebnisse noch aus der blauen und roten Gruppe gegeben. Die wird dann ja irgendwann zusammengeführt werden zur möglichen Goldgruppe dann am Samstag. Und aus dieser Goldgruppe qualifizieren sich dann die besten 10 fürs Medal Race. Da freuen wir uns auch auf den Sonntag, wenn dann hier die entscheidenden Wettfahrten in den olympischen Klassen anstehen. Dann übrigens, Markus, wieder Verstärkung von Tobi Schadewald am Wochenende. Der kommt da gerade rechtzeitig zurück. Und wenn ich richtig informiert bin, ist die Vorhersage, was den Wind angeht, nachdem es Freitag, Samstag vielleicht ein bisschen dünn aussehen könnte, für Sonntag schon wieder ganz ordentlich. So, und jetzt hören wir, dass Maike Sittger dort draußen
Tim und Fabian gefunden hat und sind mal gespannt, wie zufrieden die sind mit dem, was sie gerade gezeigt haben. Ja, zufrieden. Ich hatte gerade schon mal kurz Gelegenheit, mit beiden zu sprechen. Sie sagen eher ja, solide, oder wie würdet ihr es einschätzen heute? Ja, solide ist richtig. Wir haben leider immer die ersten Kreuzen nicht so gut getroffen. Das hat uns dann immer ja, viele Meter gekostet, die wir dann eben auch erst aufholen mussten. Sind dann auf dem Downwind immer wieder gut rangekommen an die Spitzengruppe. Und ja, in dem einen Rennen hat es besser geklappt als im anderen. Und so können wir dann zufrieden sein, wie wir dann doch immer ganz gut aufgeholt haben. Was nehmt ihr denn mit aus dem heutigen Tag, aus den ersten drei Wettfahrten? Ja, was nimmt man da mit? Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut auf dem Wasser geklärt, was wir falsch gemacht haben. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, immer wichtig, dann nach so einem Tag auch abzuschalten und gar nicht mehr so viel über den Tag nachzudenken und morgen dann wieder neu anzugreifen. Und ja, hoffentlich haben wir morgen ähnliche Bedingungen mit dem Wind. Und dann kann man, denke ich, auch wirklich von dem Tag was mitnehmen, dass man vielleicht weiß, wo man langfährt oder wo man besser nicht langfährt. Ihr habt euch auch mal falsch entschieden heute, ne? Ja, tatsächlich. Also immer auf den ersten Kreuzen lagen wir eigentlich bis aufs letzte Rennen bei keiner auf der richtigen Seite. Und ja, das hat Meter gekostet, haben wir jetzt aber immer wieder ganz gut aufholen können. Deshalb können wir eigentlich wirklich zufrieden sein damit, ja. Wir haben euch ja auch untereinander kommunizieren sehen. Wie viel diskutiert man da? Wie viel Kommunikation ist überhaupt möglich? Und ist ja vielleicht auch besser, manchmal weniger zu reden. Ja, manchmal ist besser, weniger zu reden. Wir reden, glaube ich, von den Teams her gar nicht so viel. Also wenn man jetzt andere Teams anguckt, ich glaube, die reden ununterbrochen. Und wir versuchen das wirklich aufs Optimum rauszuholen, dass man wirklich nur das an Informationen rausgibt, was der andere braucht, damit da nicht zu viel geredet wird. Ich bin dann auch immer mal eher aus der Puste, weil ich ja die Schoten bediene, red dann vielleicht mal nicht mehr so viel. Genau, und dann muss man halt gucken, dass man da auf einer sachlichen Ebene bleibt. Und manchmal wird es hitziger, manchmal nicht. Aber ich glaube, dass wir da ganz gute Lösungen haben, wie viel man reden sollte. Genau, und ihr habt ja auch bestimmt gute Lösungen, wie viel ihr da im Studio redet. Ein bisschen mehr als wir hier draußen zumindest. Ja, aber vielen Dank, Maike, immer wieder schön von dort draußen die Reaktionen zu bekommen. Ich bin völlig fertig, Markus, nachdem ich jetzt gerade den Worten von Tim und Fabian gelauscht habe. Das alles hattest du mehr oder weniger vorher schon erzählt, was sie dann jetzt im Interview bestätigt haben. Ja, also ja, ich habe spekuliert. Ja, also für mich sah es immer so ein bisschen so aus und ja, ich fühle mich natürlich jetzt ein bisschen bestätigt. Die haben sich so gefühlt, wie es ausgesehen hat. Trotzdem kein schlechter Tag für die, aber sie waren auch nicht glücklich damit so richtig. Sie haben, wie sie sagen, solides Ergebnis, aber da geht mehr und ich weiß, wie sie sonst segeln können und ich hoffe, dass sie da jetzt reinkommen. Sie sagen selber, jetzt abhaken und morgen dann mal ein bisschen draus lernen und weitermachen. Genau, genau die richtige Einstellung. Und genau das hattest du ja auch, als sie über die Ziellinie gefahren sind, schon vermutet, dass es genau das ist. Jetzt abhaken, Analyse und dann geht es morgen weiter. So, wir schauen mal auf das Gesamt-Leaderboard, wie es sich momentan darstellt. Da muss man natürlich immer noch schauen. Es sind drei Gruppen unterwegs. Und ja, die sind auch alle schon gesegelt, von daher passt es einigermaßen okay hier gerade alles. Die leicht grauen Zahlen ja, sind die aktuellen Streicher, wenn dann eine Wettfahrt gestrichen werden würde. Nach drei Rennen wird eigentlich noch nicht gestrichen, deswegen ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber die Deutschen erstmal dabei. Wir sehen sich hier nicht, aber Schmidt Böhme an 17, Fischer Graf an 16. Also erstmal noch eine gute Ausgangsposition für morgen. Es geht ja dann noch in die Goldgruppe, aber Philips sehr souverän mit den Platzierungen. Genau, dann Burling Tuke. Ja, haben aber auch im letzten Rennen ein bisschen Federn gelassen, ja, mit dem 11. Stimmt. Man sieht so ganz einfach, kommt da niemand durch. Die Australier haben das bis jetzt am besten gemacht mit ihren Platzierungen. Also 1-1-5 ist sehr souverän für diesen Wind, für diese drehenden Bedingungen. Die haben es am besten getroffen. Auf dieser Seite übrigens noch Vara Precht-Jansen, die Dänen, Vorjahressieger der Kieler Woche, dann Fantela, die Kroaten, die Weltmeister. Da hattest du ja eingangs schon gesagt, dass die allerdings bei den Bedingungen jetzt, obwohl es Rang 2 und 4 auch nicht schlecht sind. Ne? Der drehende Wind kommt ihnen entgegen. Und die kommen mit der Windstärke anscheinend auch noch zurecht. So, guck mal, da haben wir aber die Deutschen und haben natürlich auch, das hatte ich ja gesagt, aus den anderen Gruppen, Meggendorfer, Spranger, sogar aktuell bestes deutsches Team vor Fischer Graf, Justus Schmidt, Max Böhme, dort noch 15, 16, 17, eng zusammen. Genau, also ungefähr gleich von den Punkten.
alle noch in aussichtsreichster Position, können alle noch das Medal Race, das Goldfleet sowieso schaffen. Also weitermachen und vielleicht ein bisschen besser weitermachen. Also das waren drei tolle Rennen, die wir hier heute gesehen haben, so wie wir es erwartet hatten. Bei den Bedingungen mit durchaus guten deutschen Ergebnissen auch. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, und melden uns dann gleich, genauer gesagt eine Minute, wie ich gerade aus der Regie höre, und melden uns in einer Minute wieder zurück. Sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. They take our money but they won't take our soul. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, zurück bei Kieler Woche TV 2019. Wir haben drei tolle Wettfahrten am ersten Tag der olympischen Bootsklassen in der 49er-Klasse gesehen. Die Ergebnisse haben wir Ihnen gerade noch nachgereicht. Am Samstag melden wir uns wieder mit dieser Klasse. Mit den 49ern. Dann schon in der Goldgruppe und dann natürlich auch am Sonntag, wenn wir alle Medal Races der internationalen Klassen, die hier in Kiel vertreten sind, übertragen. Bis gestern die internationalen Klassen hier auf dem Wasser, unter anderem auch eine Europameisterschaft der OK-Jollen. Und da hatten wir vorher schon gesagt, dass da kaum ein Weg an Freddy Löw, dem Schweden, vorbeiführen wird, was den EM-Titel angeht. Er ja auch Starboot Olympiasieger 2012 in London. Und genauso ist es auch gekommen. Freddy Löw am Ende Gold-Europameister hier vor Kiel. Und meine lieben Kollegen Ingo Rohrbach und Mirko Groschner schauen nochmal auf diese EM zurück. Die Kieler Woche 2019 war auch diesmal wieder Schauplatz internationaler Meisterschaften. Und das Wetter geizte nicht mit Komplimenten. Sommer, Sonne, Wind waren der Rahmen auch für die Europameisterschaften der internationalen Klasse der OK-Jolle. Die 4 Meter lange und 1,42 Meter breite Ein-Mann-Jolle wurde in den 50er Jahren vom Dänen Knut Olsen gezeichnet. Über die Jahre entwickelte sich das Boot zu einem der populärsten Dinghy-Boote in der Welt. Mit großen Flotten in Europa, aber auch in Neuseeland, Australien und den USA genießt das Boot große Beliebtheit. Am Start bei der EM in Kiel ein Feld von 100 Startern, unter ihnen ein Superstar des Segelsports, Fredrik Löw aus Schweden. Mit zwei olympischen Bronzemedaillen im Finn und der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London 2012 im Star gehört er zu den ganz Großen im Segeln. Nach seiner Zeit in den olympischen Klassen hat er mit der OK-Jolle eine neue Herausforderung gefunden. Die OK-Klasse wird immer stärker und als ich im letzten Jahr zurückkam, war es wie ein Schritt zurück zu den Wurzeln. Als seinen härtesten Konkurrenten in Kiel machten nicht wenige den Wismarer Jan Kurfeld aus. Kurfeld hatte die Kieler Woche 2018 für sich entscheiden können. Die ersten beiden Tage liefen gut für Kurfeld, der mit nur 6 Punkten auf Platz 2 lag. Olympiasieger Freddy Löw aus Schweden, der Mann, den man schlagen muss, wenn man hier den Titel holen will. Im Rennen 6 musste Kurfeld wegen unerlaubten Pumpens aufgeben und sammelte seinen Streicher ein. Im 9. Rennen wurde er von den Schiedsrichtern aufgrund desselben Regelverstoßes disqualifiziert und trat im anschließenden Finale nicht mehr an. Er kam abgeschlagen auf den 22. Platz. Am Ende ließ der Favorit Freddy Löw nichts mehr anbrennen und gewann den Titel mit so großem Vorsprung, dass er zur letzten Wettfahrt nicht mal mehr antreten musste. Der Franzose Valérien Lebrun, Fünfter im letzten Rennen, kam auf den 2. Gesamtplatz. Dritter wurde Thomas Hansson-Mild. Es war super, ich konnte mit einem vorzeitigen Sieg den Sack zumachen. Hier.
Ja, berechtigte Freude bei Freddy Löw, dem Schweden, gegen den, mit dem du ja auch schon gesegelt bist. Nicht mit ihm, aber gegen ihn. Gegen ihn ganz oft. Aber jetzt gerade im Mai wieder am Gardasee beim Starboot-Event haben wir gegeneinander gesegelt. Und wir kennen uns schon seit 10, 15 Jahren und sind immer wieder zusammen beim Starboot bei Events gewesen. Verbringt viel Zeit miteinander. Sehr guter Freund und ein guter Segler auch. Einen weiteren ehemaligen Bekannten von dir, immer noch ein Bekannter, aber mit dem bist du auch im Starboard zusammen gesegelt, ist Jojo Polger. Ja. Warum spreche ich das an? Jojo Polger wird morgen unter anderem, wenn wir die Nacra 17 auf unserer TV-Bahn übertragen, zu sehen sein mit Caro Werner. Ist er an Bord? Caro Werner ja ehemals mit Paul Kohlhoff, den wir auch morgen sehen werden, der wiederum mit Alicia Sturlemmer jetzt unterwegs ist. Also ein buntes Potpourri, zwei gute deutsche Teams, die auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio hier das eine oder andere Wörtchen mitreden wollen. Da gucken wir dann aber nochmal rauf, wenn es soweit ist. So, Kieler Woche TV, liebe Zuschauer, 2019 können Sie immer wieder einschalten unter www.kielerwoche.tv. Kriegen Sie all das, was hier draußen auf der Förde passiert, gut aufbereitet von unserem Experten Markus Koi. Und das war's für heute. Wir melden uns dann wieder morgen. Nacra 17 hatten wir gerade schon angesprochen. Um 10.45 Uhr dann live hier aus dem gläsernen Studio mit tollen Informationen für Sie. Und wir kriegen auch immer tolle Informationen aus der Regie, sind immer bestens informiert. Und deshalb wurde mir gerade noch gesagt, dass Wilke Jansen für die Bilder des Tages heute verantwortlich zeichnet. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich freue mich hier auf jeden Tag gerade bei der Kieler Woche. 2-3 Grad kälter hier im Studio morgen wären auch nicht schlecht, ja. Aber ansonsten weiter so. Und wir sehen gut aus, fällt mir gerade auf, zum Ende der Sendung. Also das kann man nicht anders sagen. In diesem Sinne, schönen Tag noch.
Ich weiß schon, was Sie denken. Ein Elektroauto? Nee, das ist nichts für mich. Wahrscheinlich haben Sie sogar recht. Elektro hat zu wenig Reichweite. Kommt nicht durch den Winter. Mit Wasser kommt Elektrizität sowieso nicht klar. Und laden? Bestimmt viel zu kompliziert. Ja, ein Elektroauto ist vermutlich wirklich nichts für Sie. Oder vielleicht doch? It is not the hours, minutes or seconds that define us, but generations. It is the trust in our own abilities to persist, even through turbulence. It is the perfection which gives pleasure within seconds. This defines a Tutima, the watch collection from the Tutima family. Discover more at tutima.com. Actually, a way to improve on Gosling's slowly aged Black Seal rum. Added to Gosling's finely spiced ginger beer. Result? The trademark Dark and Stormy. Welche wird sie nehmen? Die? Die? Nee, das ist Sellerie. Rezepte wälzen, Chilis braten, in bunter Mischung auf Salaten, Pimientos kann sie zubereiten. Wow, so viele Möglichkeiten. Haben Sie nicht noch was vergessen? Sie können sie auch als Rohkost essen. Entdecke unsere frische Vielfalt, leckere Rezepte und tolle Tipps im Markt und online. Mehr Frische, mehr Ideen. Rewe, dein Markt. Was ist für uns eigentlich Heimat? Ist es einfach der Ort, an dem wir zufällig geboren wurden? Ein Ort in der Vergangenheit? Oder liegt Heimat eher in der Zukunft? Ein Ort, den wir gemeinsam gestalten, den wir beschützen, dem wir uns verpflichtet fühlen. Zu einer Heimat gehört das Land, gehören die Menschen, die sie bauen wollen und eine Zeitung, die sie zusammenbringt. Jeden Tag, Wort für Wort. Kieler Nachrichten. Wir verbinden die Region. Sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. They take our money but they won't take our soul. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest. We're only here to make you go, go, go. Can't think, can't sleep.